Retro Mysteries. Rätsel aus der Vergangenheit. Ja, kommen wir zum heutigen Quiz. Und heute ist die Bude voll. Und das freut garantiert den Wolfgang, den ich in der Leitung begrüße, hoffe ich zumindest. Schönen guten Abend. Ja, wir haben heute ja die Zankstellenjungs da. Einmal den Jonas, der ja schon die ganze Zeit mit dabei ist. Hallo Jonas. Hallo. Und jetzt ist auch der Christoph dazugekommen. Und natürlich, wenn das Quiz stattfindet, hast du die Zeit genommen. Herzlich willkommen auch bei uns. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ja, und wie der Zufall es so will, eigentlich wollten wir gerade was anderes aufzeichnen und hatten noch den Philipp von Brotbox 64 in der Leitung. Und wenn wir schon jemanden in der Leitung haben, dann lassen wir ihn in der Leitung. Und Wolfgang hat einen Mitspieler, andere würden sagen Opfer, mehr. Herzlich willkommen im Retro-Kompott. Hallo Philipp, schön, dass du wieder da bist. Ja, hallöchen, schöne Grüße. Warum haben wir lange nichts von dir gehört? Ja, ich war viel am Arbeiten und im großen Renovierungs- und Umzugsstress, der jetzt fast vorbei ist, aber ich werde mich wieder häufiger melden. Das freut mich, denn deine, ich glaube, das war wirklich Anfang des Jahres, wo du die Einspieler gemacht hattest, ne? Das ist schon wieder so lange. Ja, ich glaube, so Januar, Februar müsste das gewesen sein, genau. Du hast deine Frau rausgeschmissen und hast jetzt Platz in der Wohnung, wolltest du sagen? Geräte, genau. Nee, sowas nicht. Ja. Aber wie gesagt, im Quiz soll der Wolfgang doch jetzt wieder die Moderation übernehmen. Ich bin gespannt, was du dir heute ausgedacht hast, wie du dir das so aufteilst mit drei Gästen. Das haben wir ja auch nicht jedes Mal. Ja, viel Spaß, Wolfgang. Vielen Dank, dass du da bist. Und wir sind gespannt, was uns jetzt in den nächsten Minuten erwartet. Ja, vielen Dank, Patrick. Ich begrüße euch zum wohl besten, weil einzigen regelmäßigen Retro-Quiz im deutschsprachigen Internet, den Retro Mysteries. Ich würde den Philipp erstmal bitten, sich zurückzuhalten, weil ich möchte dann mit den beiden Kollegen von der Zankstelle anfangen. Das ist ja der Christoph und der Jonas. Dieser Druck. Oha. Ja, wir müssen auch noch kurz sprechen über die letzte Sendung. Ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt. Eure Zankstellenkollegen Hendrik und Jürgen waren hier. Und die haben sich bestimmt gut geschlagen. Ich will euch nicht unter Druck setzen, aber sie haben die Fallhöhe ein wenig gesteigert, möchte ich meinen. Denn sie haben mal ebenso gezeigt, wie es geht und nach Beantworten aller Fragen euch im Siegesrausch als B-Team bezeichnet. Das heißt, wir gucken mal, ob wir dagegen halten können. Aber die sind ja zusammen bestimmt dreimal so alt wie wir zwei. Also. Von oben spucken macht immer noch am meisten Spaß. Ja gut, also ihr spielt auch im Team, ihr könnt euch beraten. Wenn ihr dann eine Antwort gegeben habt, ist die natürlich final. Die wird dann eingeloggt und bei jeder falschen Antwort ist das Spiel auch direkt vorbei. Oha. Maximal gibt es 10 Fragen, 3 etwas leichtere, 3 mittlere, 3 schwere und eine Masterfrage, die eigentlich zum Thema passen sollte. Heute ist das Thema ja ein Crossover vom Retro-Kompott und den Zankstellen-Jungs. Und diesmal wird es also um Podcasts gehen. Es gibt 4 Joker, die ihr zur Verfügung habt. Das ist der 50-50 Joker, der Frage-Tauschen Joker, der Chat-Joker und der Experten-Joker. Heute besonders wertvoll, weil wir haben ja, wie gesagt, die Bude voll. Alles klar soweit, oder? Alles klar. Alles klar, ja. Oder wollt ihr jetzt schon Joker? den Lauf weg, Joker, ja. Den gibt's leider nicht. Dann fangen wir einfach mal an mit Frage Nummer 1. Wo konnte man bei einem Activision-Grafik-Adventure-Klassiker einen Mörder entlarven? Elbe, Amazonas, Donau oder Mississippi? Alter, klar, wir kriegen hier gleich solche Fragen reingedrückt. Das soll jetzt eine leichte sein, Wolfgang? Ja, das ist eine leichte Frage, ja. Das ist eine leichte Frage. Das ist eine leichte Frage. Die fand ich beim letzten Mal hier leichter. Stimmt, die leichte fand ich letztes Mal auch leichter. Aber gut. Herr Jonas. Ich habe keinen Schimmer. Du hast keinen Schimmer, das ist gut. Ich auch nicht. Wenn wir jetzt direkt falsch liegen, wäre es direkt vorbei. Ne? Das wollen wir nicht. Also müssen wir auf jeden Fall einen Joker ziehen direkt bei einer leichten Frage. Das wäre dann vielleicht ganz clever, stimmt. Wenn ihr keinen Schimmer habt, dann wäre das sehr clever. Also ich würde hier direkt die Frage 1000 Joker nehmen, weil ich habe wirklich keinen Schimmer und 50 vorbei. Warte mal. Was waren die Antwortmöglichkeiten? Können wir die nochmal hören? Gerne. Das ist die Elbe, der Amazonas, die Donau oder der Mississippi. Ich habe keine Ahnung, ob mir da ein 50-50-Joker wirklich hilft. Nee, 50-50-Joker, nicht? Wenn dann Experten oder Chat, würde ich sagen. Also kleiner Tipp, wenn ihr keine Ahnung habt, hilft euch der 50-50 wahrscheinlich weniger. Ja.
Also der Chat-Joker, der Experten-Joker, das sollte euch weiterhelfen. Ja, dann lasst uns doch den Experten-Joker vielleicht gleich, oder? Ich würde Chat nehmen. Nehmen wir Chat. Können wir okay. Später nehmen. Chat, okay. Dann. Da steht sogar schon was. Da steht schon was. Sprudel, also wirklich. Sprudel. Doch nicht vorsagen. Er hat es vorhergesehen, das fragt du. Okay, also Sprudel sagt Mississippi. Ja, genau, warten wir noch einen Moment, ne? Die haben ein paar Sekunden Verzögerung. Ja, vielleicht kommt noch mehr. Oh, wenn du Retro-Komfort sagt Amazon. Oha. Patrick. Also ich glaube mal an Patrick. Also die Mehrheit wäre für den Mississippi. Die Mehrheit ist für den Mississippi, ne? Mhm. Dann. 2-1. Robin, warst du das mit Amazonas? dann nehmen wir natürlich Mississippi. Dann nehmen wir Mississippi und das ist korrekt. Sehr gut. Ich hoffe, du meintest nur ja. Mississippi oder welches Spiel. So ist es. Ja. Okay. Ich hoffe, die Fragen werden jetzt leichter. Schauen wir mal. Frage Nummer 2. Ja, wenn wir die 4 Joker clever einsetzen, können wir vielleicht zumindest 4 Fragen beantworten. Wie heißt denn ein Charakter aus Star Trek Voyager Elite Force? 6/49. 7/9. 10/10 oder 17/4. Das ist halt gemein. Ich sag nochmal die Antwortmöglichkeiten. Eigentlich weiß ich das schon. Ich will mich jetzt bloß nicht noch mehr blamieren. Bitte. Ja, das ist Zeit. 6/49. 7/9. 10/10 oder 17/4. Das ist die 7/9. 7/9. Eine ganz hübsche Schauspielerin gewesen. Auf jeden Fall. Da wird dir keiner widersprechen. Das ist natürlich korrekt. Dann seid ihr jetzt bei Frage Nummer 3. Die ist auch noch leicht, ne? 3 Joker. Die ist auch noch leicht. Gut. Wobei es natürlich immer, wenn man es. Ist natürlich mal schwer zu sagen, was. Ja, da kommt auf die Frage an, ne? Wenn man es weiß, ist es immer leicht. Euch kenne ich nicht, also ich weiß jetzt auch nicht, was ihr gerne spielt, ne? Und das ist natürlich dann schwierig. Aber okay. Wir machen einfach mal weiter. Ich muss gerade mal einen Joker noch löschen. Das war der Chat-Joker. Ne, Chat-Joker habt ihr genommen. Chat-Joker. Jetzt haben wir's. Prima. Frage Nummer 3. Welche Softwarefirma heißt wie Justus Onkel bei den 3 Fragezeichen? Apex, Goliath, Rasputin oder Titus? Das ist Christoph sein Ding. Komm, Christoph. Das ist Justus, sein Onkel ist der Titus. Ja, das ist doch ganz klar. Das ist der Gebrauchtwaren- und Schrottplatz des Titus Jonas. Ja. Das ist ein wichtiges Retro-Wissen. Die Vater von Justus. Ja, dann nehmen wir den Titus, ne? Ja. Titus ist natürlich richtig. Wobei, das ist ja gar kein wirkliches Retro-Wissen, oder? Das doch, sieht aus, weil die Firma Titus war auch sehr bekannt. Französisch. Hat die nicht irgendwie ihre Klamotten oder so verkauft? Und da gibt es auch noch was anderes. Titus, mein Bruder hat immer früher so Skater-Katalog. Das war auch Titus. Das ist eine Skater-Firma, genau. Ja. Titus hat Titus the Fox, nein, wie heißt das Spiel? Mhm. Richtig. Okay. Das war ein Jump'n'Run mit dem. Bestimmt vor meiner Zeit. Bestimmt. Wann bist du geboren? 87. Oh ja. Okay. Oh Gott. Oh, das ist schon nicht mehr Retro hier. Das ist auch unser Jungspund. Ja, das Küken. Na gut, wir sind bei Frage Nummer 4. Und wir haben immer noch 3 Joker, Jonas. Jetzt immer noch 3 Joker. Ihr seid doch schon weitergekommen als der Chat damals. So. Animationsprofi Don gab für seine Werke wie Dragon Slayer buchstäblich das letzte Blut, Schweiß oder Tränen. Was? Blut, Schweiß oder Tränen? Don. Ich hab da keine Ahnung, Jonas. Sagt dir das irgendwas? Nee, irgendwie nicht so. Es waren jetzt nur 3 Antwortmöglichkeiten, habe ich das richtig verstanden? Das hast du falsch verstanden. Es gibt immer 4 Antwortmöglichkeiten. Ja, Blut, Schweiß und Tränen, was war die 4? Das erste war das letzte. Ach so. Aber jetzt die Experten mal fragen, ich habe keine Ahnung. Kann ich nochmal die Frage hören? Ja, gerne. Der Animationsprofi Don gab für seine Werke wie Dragon's Lair buchstäblich das letzte Blut, Schweiß oder Tränen. Du bist immer gemeiner, Wolfgang. Das soll die 4. Frage sein.
Du weißt es doch. Ja, natürlich. Klar. Mit Wissen ist es einfacher. Das stimmt. Ja. Ist eigentlich ein bekannter Mann. Das stimmt. Also der Expertenjoker ist vielleicht nicht die allerschlechteste. Ja, dann lass uns den Expertenjoker gleich nehmen. Was hilft? Expertenjoker wird gefüllt. Jetzt haben wir die Wahl zwischen Patrick, Robin, Papst. Soll ich? Soll ich? Da drängt sich ja schon wieder jemand vor. Das kann doch nicht angehen. Na dann, hau raus. Ich bin mir relativ sicher. Also Patrick, aber du hast dich ziemlich angebiedert eben. Also ja. Du hast es auch schon ganz schön aktiv gemacht. Ich habe gesagt, dass die Frage gemein war. Daraus kann man nicht schließen, ob ich die Antwort habe. Nein, du hast 15 Mal leicht ja. gesagt. Nein, also nein, das war ich nicht. Ich habe gar nichts gesagt, Robin, tut mir leid. Na gut. Okay, ich löse einfach mal, wa? Mach mal. Für euch. Oder na, ich gebe einen Vorschlag, ihr müsst es ja dann machen. Also ja. Ich bin zu 99,999% sicher, dass der Don Bluth heißt. Ah. Ach Mensch, jetzt. Ach, der Dragon Slayer gemacht hat, ne? Ja, jetzt weiß ich, wer das ist. Der hat nicht auch Filme dann gemacht? Mhm, hat er. Ja, ich und wieso weißt du das erst jetzt, Jonas, Mensch? Ja. Hallo, das fällt einem wie Schuppen aus den Haaren. Berühmte Schaufel. Also, ja, kannst dir einloggen, die Antwort. Oh, ne? Ja, macht Sinn. Don Bluth ist korrekt. Wir sind bei Frage Nummer 5. Und ihr habt noch den Fragetauschen Joker und den 50-50 Joker. Jawohl. Welche mystische Monsterkreatur musste sich in 10 Flash-Folgen sportlich beweisen? Bigfoot, der Boogeyman, Nessie oder der Yeti? Gute Frage. Mensch, du fragst Sachen. Ja. War jetzt bewusst mal nicht ganz so retro. Ich frag mich auch gerade, was das mit Spielen zu tun hat. Bewusst auf die Fresse, ja. Das hätte ich auch gewusst. Wenn ihr schon für Schlauschwein drum hier, wie ihr das sonst macht. Ja, aber du wärst jetzt nicht mehr gebraucht. Nee, ich bin jetzt nutzlos. Was haben wir jetzt noch für Joker? 50-50 und Frage tauschen. Frage tauschen. Boah. Also ich würde Frage tauschen, ich weiß nämlich, keine Ahnung. Naja, es ist mir zu riskant. Also nur zu vermuten, dann 50-50 Joker zu nehmen. Ich würde die Frage tauschen. Meinst du, wir haben dann mehr Glück mit der nächsten Frage? Ich habe irgendwie. also beim letzten Mal waren die Fragen besser, da hätte ich einige beantworten können. Jetzt heute ist irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht, ja, beim letzten Mal, das sagen doch auch immer die Kandidaten. Genau. Auf dem Stuhl ist es auf einmal schwer, ne? Ganz genau. Das ist voll subjektiv. Also ich überlasse es dir, Christoph. Was machst du? Ich habe auch keine Ahnung. Komm, lass uns tauschen. Ich ja nix. Genau. Gut, dann ich wusste tauschen, zumindest, ja, dass der Onkel von Justus Jonas Titius ja heißt. Na, immerhin doch. Es ist egal. Der Joker heißt eine Frage weiterkommen. Ist doch gut. So. Ja, weiterkommen nicht. Ihr seid dann immer noch bei Stufe 5. Ja. Das ist dann die Ersatzfrage. Ach ja, stimmt. Okay. Das war jetzt wieder ein logischer Denkfehler. Okay. Also wir haben die Frage getauscht. Wollt ihr trotzdem mal einen Tipp abgeben? Wofür hättet ihr euch entschieden? Kann ich nochmal die Antwortmöglichkeiten hören? Ja, klar. Bigfoot, Boogeyman, Nessie oder Yeti? Bestimmt Yeti. Ich hätte auch Yeti gesagt. Ja, Robin wird uns jetzt erklären, warum. Es gab eine ganz scheußliche Flash-Games-Reihe, die heißt Yeti Games 1 bis ich weiß nicht wann, wo du alle möglichen bescheuerten Disziplinen von Pinguin-Weitwurf über, ich weiß nicht, was da für ein Schrott war, irgendwas mit Mohrhuhn-Geballer. Nein, ja. Und ich glaube, ich glaube, das kommt sogar aus Österreich, ne? War das nicht auch so irgendeine grause? Yeti Games, meine auch. Stimmt. Yeti Games, oh Gott. Yeti Sports. Und, Yeti Sports. Das war ein Flash-Spiel, das ging rum wie Mohrhuhn fast. Ja. Und am Ende gab es da sogar kommerzielle Verkaufspackungen von PC. Ja, ich tatsächlich. Da war was. Ärgerlich. Ja, was. Ne? Ist mir aber auch ein bisschen vorbeigegangen. Ich kann mich jetzt, wo du sagst, erinnern, aber ich hätte es auch nicht beantworten können. Also, das ist auch 10 Jahre her und nicht 20 wie mit Mohrhuhn, Patrick. Ne? Das ist der Unterschied. Oder, dass da was mit Yetis war, das stimmt, da war was, ja. Ja. Habe ich aber nie gespielt. Ja. Gute Tauschfrage. Diese gute Tauschfrage, ja, clever gemacht. Wir versuchen es jetzt mit der Ersatzfrage. Etwas Mathematik. Welche Zahl passt nicht in die Reihe? Nicht in die Reihe. A. 500 und 500 plus. B. 1000 und 1200. C. 2000 und 2400. Oder D. 3000
und 4.000. Das ist ja hart. Was waren 10 nochmal? 2.000 und 2.400. Was nicht in eine Reihe passt, hast du gesagt. Mhm. Also haben wir einmal 500 und 500 plus, einmal 1.000, 1.200, mhm. 2.000 und 2.400 und 3.000 und 4.000. Habe ich das richtig verstanden? Das ist ja absolut korrekt. Was sind denn das für Fragen heute? Ist das furchtbar? Mustererkennung. Wir können ja noch wir können ja uns noch absprechen, bevor wir tippen. Ja, also, nee, das was, ich auf was würdest du denn tippen? Na, ich würde Richtung A tendieren, aber ich habe keine Ahnung, wir sind immer so fein. Nur weil da nicht das zweite irgendwie höher ist, sondern 500 plus, oder? Das passt halt meiner Meinung nach nicht. Ja. Ich meine, du kannst ja gerne anders sehen, was würdest du aussagen? Ach, ich verstehe die Frage nicht. Ihr habt ja noch einen Joker, das ist ja vielleicht noch eine kleine Chance dann. Ach, du meinst, dass da die 500 und 500 plus rausliegen und wieder ganz also, hinten stehen? Ne? Lest bitte auch nochmal die Frage vor und dann schauen wir mal, ob ich dann mehr dahinter komme. Jetzt verstehe ich aber auch. Ich merke schon, die Zahlen sagen euch gar nichts, ne? Da klingelt nichts. Okay. Welche Zahl passt nicht in die Reihe? 500 und 500 plus, 1000 und 1200, 2000 und 2400 oder 3000 und 4000? Ah! Das hat das was mit Ja. Jetzt komme ich drauf. Na dann hau raus. Meinst du? Oder soll man doch einen Joker nehmen? Also ich hab eine Vermutung, aber das ist eine Frage, wie. Und wie kommst du auf die Vermutung, bevor du die Vermutung sagst und dann sagst du mir die Vermutung? Na, das ist das, was hier mit ja, wie oft will ich denn noch mit sagen? Verdammt! Immer dieser Druck hier unter Live-Sendungen. Das hat doch was mit Konsolen beziehungsweise mit alten PCs zu tun hier, ne? Doch, oder? Ach, keine Ahnung, machen wir 50-50-Joker. Hilft ja nix. Yes. Dann haben wir zumindest noch eine 50-50-Chance, ne? Ich glaube, mit 50-50 lässt sich bestimmt lösen. Du bist schon auf dem richtigen Weg da. Okay, zwei fallen weg. Es bleiben übrig 1000 und 1200, 2000 und 2400. Uff, ein Schlag ins Gesicht. Was würdest du denn schätzen, Christoph? Ich versuche es mir gerade irgendwie herzuleiten, aber ich habe überhaupt keine Ahnung. Papp weiß das, oder? Ich weiß das auf jeden Fall. Hat aber eine Weile gedauert, bis es gerafft hat. Kleiner Tipp. Ein kleiner Tipp, mal sehen. Okay, es hat was mit einem bestimmten, berühmten Computersystem zu tun. Ja. Aber da muss man ein bisschen halt wissen, ne? Entschuldigung, ich meine... Schlau Schwein. Man muss schon ein bisschen mehr wissen. Der eigentlich. Papp drängt sich heute ganz schön rein. Das ist erstaunlich. Ja, wenn ich mal eine Lösung weiß, das ist ja nur echt nicht so oft der Fall, dann muss ich auch mal ordentlich damit angehen. Die Computersysteme sind bestimmt älter als ich oder Christoph sind, von dem her. Nein, eigentlich sogar genauso alt wie einer von euch. Genauso alt wie ich. Sagen wir mal so, ich gebe noch einen besseren, noch kryptischeren Tipp. Also der erste Punkt in der Liste ist genauso alt wie du. Wolfgang, merkst du, dass dir jemand deinen Job streitig machen möchte? Ich muss aufpassen. Ja, ein bisschen Starthilfe muss man den Jungs, glaube ich, geben. Aber das hilft, glaube ich, nicht viel. Ja. Bei den schweren Fragen. Die Sache ist halt, ich kann hier nur raten und Christoph vermute ich mal genauso. Ja. Und ich überlasse dir die Antwort. Toll. Sagen, ob das meine Vermutung deckt oder nicht. Also hört im Geist nochmal, ja. Ihr müsst im Geist nochmal alle Retro-Kompott-Folgen Revue passieren lassen, die ihr schon mal gehört habt. Dann sind sie bis Weihnachten nicht fertig. Ich sag nur Weihnachten 2020. Wenn aus dem Bauch raus würde ich jetzt sagen, dass 2000 oder 2400 nicht in die Reihe passt. Finde ich gar nicht schlecht, die Idee. Warum? Ja. Das ist ja egal. Ja, gar nicht ich sollte jetzt ja entscheiden für den Jonas und mich und das habe ich jetzt hiermit getan. Ich säge das ab. Dann
ist das Spiel noch nicht zu Ende. Jawohl! Yes. Korrekte Antwort. Dann also erzähl uns mal, warum. Ach so, na gut. Also drei von den vieren sind halt jeweils Bezeichnungen für Amiga-Computer und deren Nachfolger. Einmal der Amiga 500, okay, der Amiga 500 ja. Plus. Dann war es der 1000er, also der erste, und der 1200er, der viel später kam. Der letzte sozusagen fast. Nee, nicht ganz der letzte. Und dann 3000 und 4000, was war das? Das gibt's auch. Sind auch Amiga-Modelle. Das nur das auch mit Amiga-Modelle, ja. Den 2000er gab's auch sogar, aber die 2400er nicht. Okay. Ich sag ja, ich stehe voll auf dem Schlauch bei sowas. Weil eigentlich ist es logisch. Amiga habe ich sogar noch einen rumstehen, aber ich weiß nur nicht, was für einen. Hat das haben wir gemerkt. Also sagen wir es mal so rum, wenn es der 2400 ist, solltest du dich bei Wolfgang beschweren. Und schnell bei eBay reinsetzen. Das ist ein seltenes Modell, genau. Wie gesagt, jetzt sind wir im schweren Bereich. Ihr seid auf Stufe 7. Respekt. Sprudel schreibt uns gerade, es war mal ein 2400er geplant. Das wusste ich nicht. Aber es ist nie erschienen. Mag sogar sein, aber das ist ja... Hätte Sinn gemacht von der Logik her. Okay, also jetzt kommen erst die schweren Fragen. Ne? Jetzt das kommen die schweren Fragen und jetzt hilft euch auch... Sind wir ja warm. Und jetzt hilft euch auch der Fach nicht mehr. Nein, auch nicht. Nee, bei schweren Fragen, da steige ich auch meist aus, glaube ich. Sei denn, die sind heute einfacher. Wir sind ein USB-Team, können wir mal als Ausrede nehmen. Okay, es wird spannend. Welches Autorennspiel gab es nicht? Autobahn Tokio, Batman, Gotham City Racer, Käfer Total oder Manta Manta? Also Best Batman gab es auf jeden Fall. Das weiß ich, das habe ich gespielt. Welchen System? Würde ich behaupten. Ich glaube, es war auf einem Amiga, aber würde ich mich jetzt, nicht festnageln lassen wollen. Da war ich vielleicht 3 oder 4. Auf einem Amiga 500 oder 500 plus. Käfer Total gibt's bestimmt auch. So jetzt vom Klang her könnte ich mir das vorstellen. Was waren die anderen beiden? Manta Manta und Autobahn Tokio und Manta Manta. Boah. Noch darf man nicht helfen, ne? Nee. Nein. Du darfst sowieso nicht helfen. Schluss da. Manta, Manta. Jonas, was sagst du denn? Gehst du überhaupt d'accord mit meinen beiden Vermutungen bisher? Nee, also ich stimme dir überein. Also ich würde sogar vermuten, dass Manta, Manta es nicht gab. Weil Autobahn, Tokio, keine Ahnung, Autobahn gab es dann sowieso immer irgendwelche Rennspiele. Batman, das kommt mir auch vom Namen her bekannt vor. Und was war es? Käfer Total? Ja. Käfer Total, Das klingt auch irgendwie nach so einem Werbespielabklatsch für VW-Käfer. Sollen wir das dann einfach machen mit dem Manta Manta? Bleibt ja eh nichts anderes übrig von dem her. Wir haben ja keine Wahl mehr. Bevor wir da jetzt das sind unnötig in die Länge ziehen, machen wir Manta Manta. Ja. Der Kult-Opel Manta Manta wurde bisher nicht in eigenem Spiel versoftet. Jawohl! Das ist richtig zu wissen. Gleich anfangen jetzt. Fantastisch. Ihr seid Stufe 8. In dem Bereich war ein gewisser Robin Lösch gescheitert. Den kenne ich nicht. Die Hauptstadt Arizonas heißt wie eine Kreatur aus Archon. Cheyenne, Little Rock, Phoenix oder Salem? Phoenix. Ja, würde ich auch sagen. Das würde ich nicht sagen, das ist so. Okay. War zu einfach. Ja, hättest du vorbringen können. Okay. Das habt ihr groß wegen der Hauptstadt oder wegen dem Spiel? Wegen dem Spiel. Den habe ich auf dem C64 gespielt. Ah, krass. Was, Phoenix? Ja. Nee, nicht Phoenix. Archon. Archon. So. C64. Ja, das war mein erstes System. Also das hatte mein Bruder hatte das Ding, der ist 6 Jahre älter. Und noch bevor ich lesen und schreiben konnte, konnte ich auf dem Ding Spiele laden. Die letzte Schwere. Das ist immer das Wichtigste, genau. Wie kriegt man die Spiele zum Laufen? Ja. Welche Schauspielerin übernahm in Alarmstufe Rot 3 die Rolle der Tanja? Was? Kristen Stewart, Jenny McCarthy, Lindsay Lohan oder Megan Fox? Lindsay Lohan würde ich jetzt mal ausschließen. Aber der Schlampenfaktor ist schon ganz schön hoch gerade, hast du gesagt. Wer war das? Wie waren die Antworten nochmal? Kristen Stewart war dabei, Lindsay Lohan, Megan Fox und wer war das zweite? Jenny McCarthy. Bei Command & Conquer Alarmstufe Rot 3.
habe ich gespielt. Ich fand es eigentlich richtig geil. Ich glaube, das war die McCarthy. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe hab gespielt bestimmt, aber habe ich nicht auf die Schauspielerin geachtet. Von mir aus gehe ich mit. Hast du nicht? Das war doch die Blonde, klar, oder? Ja, die war hübsch, aber ich habe nicht so einfach, wie die hieß. Ach komm, nehmen die McCarthy. Also ich wollte die nehmen. Ansonsten, und dann waren es nicht. Nee. Würde ich auch sagen, dass die anderen nicht waren. Okay. Ihr einigt euch auf Jenny McCarthy. Letztes Wort. Letztes Wort. Okay. Dann seid ihr bei der Masterfrage. Oha. Nach dem schlechten Angst. Start. Ich glaube, es gab noch nie ein Quiz, wo jemand so schlecht gestartet ist, in Anführungszeichen, und dann so weit gekommen ist. Das ist echt wahr. Na, wenn die Fragen immer leichter wären, dann können wir ja nichts. Stimmt. Ja, das wollte ich genau auch gerade sagen. Ein bisschen Rateglück, glaube ich, mit dem Spiel. Ach, Quatsch. Und das Glück bleibt euch eigentlich holt, weil die Podcast-Frage ist eigentlich auch relativ einfach. Wie viele Teilnehmer hat die Zankstelle? Ich gucke mal, ob ich doch noch eine etwas schwerere habe. So haben wir nicht gewettet hier. Da werden Fragen eigenhändig getauscht. Nein, nein. Das Problem ist, dass die Kollegen von der Zankstelle, die letztes Mal dran waren, Wolfgang bestochen haben. Und wenn die das jetzt machen, muss er das Geld zurückgeben. Genau, ihr müsst mehr zahlen jetzt. Also von denen kann auf jeden Fall nicht die Rede sein. Gut, die Masterfrage zum Thema Retro-Podcast. Welches Gründungsmitglied des Retro-Kompots heißt wie der Elefantenkörnel aus dem Dschungelbuch? Bagheera, Hathi, Louis oder Shere Khan? Das ist Hathi. Hathi? Jonas, gehst du mit? Ich habe keinen Schimmer. Pass auf, Bagheera ist der Puma. Louis ist der Affenkönig. Ja, Hathi ist der Elefant gewesen, oder? Ja, und es ging ja um den Elefantenkörnel. Ja, okay. Nee, da passt. Genau so. Hathi. Hathi ist eingeloggt und ich gratuliere euch. Jawohl! Jonas, wer hätte das gedacht? Und weil wir ja Team sind, will ich jetzt noch eine 11. Frage, damit wir sagen, wir Team sind und richtig prahlen. Wir laden dann zur 50. Folge alle, die jeweils die 10 plus Bonus geschafft haben, nochmal ein, glaube ich, und die dürfen wir gegeneinander quizzen, keine Ahnung. Super, also wenn ihr das B-Team seid, dann habe ich Angst vor... Force C-Team. Nein, ich hatte aber auch das Gefühl, dass es am Ende etwas leichter wurde. Aber egal, es ist nur eine persönliche Einschätzung. Vielleicht war das getauscht mit den... Die ersten drei waren die schwersten und... Stimmt, genau. Die waren ja fast unmöglich zu wissen. Vielleicht ist Wolfgang heute auch ein bisschen durcheinander, keine Ahnung. Vielen Dank, Christoph. Ich bedanke mich, dass ihr das vorgezogen habt für mich. Sehr gut. Kein Problem. Vielen Dank, dass du da warst, Christoph, und mich hier nicht alleine gelassen hast. Gerne. Hat mir Spaß gemacht. Ja, ihr habt das super gemacht. Weiter. Dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Cast und wir hören voneinander. Danke. Bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ja, und wir können dann in die zweite Runde gehen, Wolfgang. Okay. Der Philipp ist noch in der Leitung. Ich bin noch da. Ich habe mich extra ruhig im Hintergrund gehalten. Hervorragend. Er hat alles analysiert. Ja, ich wäre allerdings auch schon bei Frage 2 wahrscheinlich ins Straucheln gekommen, weil Star Trek habe ich so gar nicht am Hut. Okay. Seven of Nine noch nicht gehört, okay. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Aber ich denke, du hast bei anderen Fragen dafür mal hier und da gezuckt. Beim Amiga musste ich, durchbleiben. Ich glaube auch, dass... Ich muss aber auch dazu sagen, der Christoph hat mir einen Arsch gerettet. Gut, dass er doch noch gekommen ist, weil er wollte erst nicht mehr kommen, weil er morgen früh wieder raus muss, also nachher. Weil die drei Fragezeichen, das Thema hat man schon mal, das ist sein Ding und ich bin eher so der TKKG-Fan von dem her. Fand ich sehr gut. Ne, ihr habt euch toll ergänzt und ihr habt das echt super gemacht. Alle Joker gut ausgenutzt und am Ende auch ein bisschen Glück gehabt. Prima. Gut, aber jetzt haben wir den Philipp da. Wir haben ja schon gehört, du hast eine kleine Pause gemacht mit deinem Podcast. Genau. Wann gibt's die neue Folge? Gibt es schon, ne? Die ist jetzt seit 2 Wochen draußen und so richtig los geht's dann ab September wieder. Super, da freuen wir uns. So, dann wollen wir auch mal dein Wissen ein wenig testen. Ja, ja. fangen wir mal zum Aufwärmen mit einer Amiga-Frage an. Mit welcher Meldung stürzte denn der Amiga schon einmal ab? Atari Crash, Guru Meditation, Hare Krishna Mantra oder Pilates Pause?
Das ist B, die Guru-Meditation oder Meditation. Ja. Die Pilates-Pause. Das habe ich schon mal die erste überstanden, glaube ich. Das ist schon mal herrlich. Ja, herrlich. Jetzt kannst du erstmal durchatmen, genau. Ja. Du bist bei Frage Nummer 2 und hast noch 4 fette Joker, die ich jetzt nicht mehr erkläre. Du passt ja auf. Ja. So, in welchem Plattform- und Leiterklassiker steuert man den Held Panama Joe? Durchfall, Dünnpfiff, Flitzekacke oder Montezumas Revenge? Montezumas Revenge. Das klingt sicher. Wie hast du denn das jetzt geschafft, Jena? Ich habe ganz ehrlich nach den ersten 3 Antworten gedacht, was kommt jetzt? Ich muss dazu auch sagen, den Hauptdarsteller kannte ich nicht. Also ich hatte jetzt auch wirklich nur der letzte Name noch gerettet. Okay. Aber das ist ja ein Begriff, das Montezumas Revenge. Gibt es auch den C64. Das ist korrekt. Frage Nummer 3. Schon der PlayStation-Debüttitel um den wohl bekanntesten Beutel-Ducks erhielt einen sehr guten Ape-Erfolg, Crash-Test, Rascal-Überblick oder Spyro-Eindruck. Das ist der Crash-Test, Crash Bandicoot, ja. Wunderbar. Ging ja flott und ohne Probleme diesmal. Ja. Durch die 3 leichten Fragen. Grundwissen solide schon. Du bist bis jetzt, ja, Glück gehabt bis jetzt. Frage Nummer 4. Welcher Bug aus Civilization wurde in den Folgeteilen als Running Gag weitergeführt? Bunte Elefanten, Flugzeugträger bewegen sich über Land, Gandhi als aggressiven Anführer oder das Napoleon-Porträt ähnelt Hitler? Ey, so, da sind wir schon bei einer Frage, die ich nicht auf Anhieb weiß. Und ich würde den Experten-Joker dafür nehmen. Ja. Da würde sich eventuell Robin anbieten. Ganz genau, den hatte ich auch gleich. An den hatte ich auch genau gedacht. Ja, könnte das wissen. Meinst du? Ja. Das ist eine Frage, die ich gar nicht beantworten. Aber lese nochmal vor, ich muss mal überlegen, was ich da kenne von. Also Robin, wenn du das nicht beantwortest, bist du raus. Ja, ich weiß. Das habe ich befürchtet. Da bin ich jetzt aber auch wirklich enttäuscht. Also, ich dachte, das war jetzt ein Witz. Weißt du, wer ging? Nein. Ich hab noch nie in meinem Leben Civilization gespielt und ich hätte es beantworten können. Was? Okay, ich lese nochmal komplett vor. Ich hätte Robin, ich bin gut. So, welcher Bug aus Civilization wurde in den Folgeteilen als Running Gag weitergeführt? Bunte Elefanten, Flugzeugträger bewegen sich über Land, Gandhi als aggressiver Anführer. Ach. Oder das Napoleon-Porträt, das ein wenig aussah wie Hitler. Also Napoleon wie Hitler würde ich nicht sagen. Die Flugzeugträger bewegen sich nicht über Land. Das mit den Elefanten glaube ich nicht. Aber beim 6. Teil ist das nicht so. Also Gandhi hat mich natürlich auch schon ein paar Mal angegriffen. Aber ja, das sagtest du. Ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge hast du davon, glaube ich, erst berichtet gehabt, dass das Gandhi mich angegriffen hat. Genau. Also, dass Gandhi regelmäßig mal angreift, gebe ich dir recht. Der sollte ja eigentlich in keinster Form aggressiv sein, aber ist es regelmäßig. Also, sofort angesprungen bin ich nicht. Das mit den anderen Sachen, das klingt mir eher nach Bugs und rosa Elefanten wüsste ich auch nicht. Dafür ist das alles einfach zu konservativ bei den alten Teilen. Aber wenn, müsste es mit Gandhi mit der Aggression sein. Ja, denke ich auch. So, Philipp? Ja. Reicht dir das? Oder? Ich nehme auch den Gandhi auf jeden Fall. Du nimmst den Gandhi. Das ist korrekt. Das war tatsächlich beim ersten Teil wohl ein Bug, dass der wild um sich angegriffen hat, was eigentlich gar nicht so Gandhis Natur ist. So, wir sind bei Frage Nummer 5. Seit 2013 ziert eine ungewöhnliche Statue das Stadtbild von Dundee. Was ist dort zu sehen? James Bond, Lemminge, Pikmin oder Tentakel? Oha. Kannst du mir die 4 nochmal sagen? Gerne. James Bond, Lemminge, Pikmin oder Tentakel? Ich habe gerade keine Ahnung. was nehmen wir da? Sagt dir die Stadt Dundee etwas? Nicht ansatzweise. Oh, das ist schlecht. Dann müsstest du mal einen von deinen schönen 4 Jokern. Ja, ich soll überlegen, welchen ich nehme. Beziehungsweise noch fällt 3 weg. Joker. Ja, genau. Den Experten-Joker ist verdoppelt. Wir haben noch Frage tauschen, 50-50 oder den Chat befragen.
Ja. Ich schmeiß die Frage mal weg. Ich tausche. Tausch sie gleich weg. Ja. Okay. Das war vielleicht nicht so unclever, wenn ihr statt Dundee nichts sagt. Was wäre denn die Lösung gewesen? Hätte es dir geholfen, wenn du gewusst hättest, dass diese Stadt in Schottland liegt? Also ich hätte generell, hätte ich sowieso auf die Lemminge getippt, aber... Ja, da hättest du richtig gelegen. Tatsächlich eine schöne Statue mit drei Lemmingen, die eine... Ich hatte es, glaube ich, sogar mal irgendwelche News mal bei Facebook oder so gesehen gehabt damals, aber... Das ist total wohl ganz vergessen. In der Nähe, ja, ganz in der Nähe von dem Sitz von DMA Design. Okay. Die Lemminge erdacht haben. Okay, dann sind wir immer noch bei Frage Nummer 5. Welches Realtime-Strategiespiel pushte den E-Sport und ist in Korea fast schon Volkssport? Act of War, KKND, StarCraft oder Total Annihilation? Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Welches Realtime-Strategiespiel pushte den E-Sport und ist in Korea fast schon Volkssport? Ja, das Ding ist, dass sie in Korea ja ihre eigenen Dinger haben. Und klar pushte auf jeden Fall StarCraft ohne Ende den E-Sport. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die da irgendwelche anderen Spiele haben, die, wie gesagt, zum Beispiel Act of War im Moment gar nichts. Aber ich würde jetzt einfach mal ins Blaue schießen und sage StarCraft. Okay, ohne Joker. Dann logge ich das ein und das ist korrekt. Ja. Sehr mutig. Bravo. Du bist bei Frage Nummer 6. Welcher Nintendo 64-Shooter ließ sich gleichzeitig mit zwei Gamepads steuern und bot einen 4-Player-Splitscreen-Modus? Oh. Armorines, Forsaken, GoldenEye oder Turok? Ah, das glaube ich, weiß ich sogar. Aber es nutzt ja nichts. Nee. Ich wurde schon zivilisiert. Ja. Splitscreen mit 4. Also ich weiß auf jeden Fall, dass GoldenEye einen Mehrspielermodus hatte. Waren das 4? Ich glaube nein. Das andere war Forsaken. Was waren die anderen beiden? Turok war noch dabei. Turok und Armorines. Ja. Gleichzeitig mit 2. Also, dass ein Spieler zwei Controller übernimmt, ja? Das richtig, genau. Das war auch möglich bei diesem Spiel. Das hört sich auch ganz schön kompliziert an. Mal davon mal ab. Somit ist es ungewohnt, ja. Ja. Man hat halt dann diese zwei Analogsticks, die man ja bei anderen Controllern auf einem drauf hat. Ja, das ist richtig, aber dann habe ich ja in jeder Hand einen Controller. Ach ja, den konnte man ja so in der Mitte halten, ne? Stimmt, das war ja so ein dreitarniger. Stimmt. Bis sonst hätte man zwei Waffen in der Hand. Ja, ist irgendwie vielleicht sogar eins der ganz, ganz wenigen Spiele, was überhaupt sowas benutzt, dass man das in der Mitte anfasst. Ich nehme mal den 50-50. Den 50-50. Dann bleiben GoldenEye und Turok. Oh, gerade die beiden schweren. Ja, das ist, auf den ich auch hängen geblieben wäre. Turok habe ich mal vielleicht für 10 Minuten gespielt oder so. Länger aber nicht. Auf dem PC ein bisschen länger. Auf dem N64. Also ich gehe nicht davon aus, dass das GoldenEye mit zwei Controllern zu spielen war. Ich tippe Turok. Forsaken war ja noch dabei, ne? Oder? Nee, es war jetzt Turok blieb noch. Er hat ja den 50-50 gezogen. Ach so. Er hat jetzt noch die Wahl zwischen Turok und GoldenEye. Ach, GoldenEye war das einmal, genau, ja. Der hätte auch noch den Chat-Joker. Ach so, den hast du auch noch. Ob der mir jetzt im Moment so viel bringt, ist ja fraglich. Aber ich sehe schon, du möchtest, dass ich den benutze. Okay, ich benutze ihn. Ich will dich nicht irritieren. Hast du ihn aber verunsichert. Jetzt will ich doch nur den Joker abluchsen. Ach komm, machen wir es kurz. Ich nehme Turok. Ja. Stimmt, leider falsch. Ja, das Turok hat ja schon im Singleplayer diesen Nebel des Grauens gehabt und hat sich. Da schon die Rechenzeit zu Ende. Hätte man das noch im 4-Player gespielt, ich glaube, dann wäre gar nichts mehr gegangen. Ja, Forsaken war natürlich auf jeden Fall ist doch sowas wie Descent, ne? So genau, Nachfolger. Richtig. Richtig, genau. Ja, also mit allen drei Fliegenden in allen drei Dimensionen. GoldenEye war tatsächlich sehr gut programmiert von Rare. Ja. Irgendwie hinbekommen.
Ich hatte später mal das Remake auf der Wii gespielt gehabt. Und ich glaube, das hatte nachher auch irgendwie den Vier-Spieler-Modus, den ich auch nie benutzt hatte. Ja, GoldenEye gibt es auch umsonst für den PC, ne? Also davon gibt es eine Source-Variante. Ach, okay. Mhm. Und das ist nicht mehr indiziert, ja. Genau, kann man sich einfach runterladen bei Steam für umsonst, glaube ich, wenn ich mich nicht recht irre. Oh, sehr schön. Mhm. Da muss ich mal nachschauen. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es bei Steam war, aber irgendwo, ich habe es ganz einfach gefunden irgendwo. Cool. Nee, also ich fand's damals auf der Wii super. Ich habe es irgendwann mal später nochmal ausprobiert in der Emulation fürs N64. Aber dadurch, dass diese Steuerung damals nur ausgelegt war auf den einen Analogstick, war das echt schwer zu spielen. Fand ich jetzt im Nachhinein. Wenn man andere Shooter später nochmal gewöhnt war, dann da nochmal drauf umzuschwenken, das war nicht ganz so schön. Müsste man vielleicht mal probieren mit den zwei Controllern. Ja. Ja, Philipp, ich danke dir für deinen Einsatz beim Spiel. Ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Super. Gerne wieder. Ich denke, wir machen dann mit dem Soundquiz weiter, Wolfgang. Wenn wir schon in der Runde hier sind und Robin vielleicht sein Handy in der Nähe hat, können wir ja die Sounds mal abspielen. Alles klar. Genau, machen wir die auch noch. Genau. Weil dann haben wir noch ein bisschen Hilfe im Hintergrund, falls wir nicht weiterkommen. Robin, hast du dein Handy griffbereit? Ja, natürlich. Super. Soll ich starten? Nee, lass mich schon kurz einleiten, ne? Gerne. Also, nach altem Gewohnheitsrecht werden wir unser fröhliches Audioratespielchen Stopp, ich weiß es nicht, wieder mal antesten. Diesmal haben wir eine etwas 64er-lastige, gesunde Mixtur, die üblich aus drei einfachen, drei schweren und in dem Falle vier schwereren Brocken. Womit wollt ihr anfangen? Schwer, super schwer oder unmöglich? Wir fangen mal mit dem sehr schweren an. Mit dem schweren? Ja. Okay. Mit der 7 oder mit der 8? Ich weiß nicht. Sag. Macht es nicht Sinn, Freunde anzufangen? Aber egal, macht, was ihr wollt. Solange Wolfgang den Überblick behält, ist das ja kein Problem. Lass doch mal richtig Schweres zuerst machen. Dann haben wir noch Energie. Okay, legen wir mal richtig schwer los mit der Nummer 8. Okay. Der Chat darf übrigens wieder mitmachen, falls er uns noch hört. Genau, falls ihr Lust habt, ich versuche das mal geräuschtechnisch auch gut in die Richtung zu bringen. Und gut los. Klingt nach Sid? Oder? Oder ist das ein Mod? Und dann wieder ein Sid, oder? Es ist sehr spät. Soll ich weiterlaufen lassen? Gut. Das Blubbern ist doch schon nicht schlecht, oder Patrick? Komm. Es ist gut, aber ich kenne es nicht. Das ist richtig gut, ja. Aber ich kenne es nicht. Das ist, ich würde dir recht geben, soweit spätere Zeit. Ich würde sagen, das ist so ein 88, 89. Oder noch später sogar. Das klingt fast wie Richtung X-Sample von den Leuten her, aber genau weiß ich es nicht. Wolfgang, kannst du uns noch einen Tipp geben? Ja, ich habe ja gesagt, es ist C64-lastig, aber es sind nicht nur C64-Stücke dabei. Okay, das hätte ich jetzt für eins gehalten. Ups. Ja, ich auch. Tatsächlich Amiga. Was? Dann ist es ziemlich schwach. Ein bisschen war es bei mir auch im Kopf, so ein bisschen. Könnte auch so ein Mod sein, einfach so ein schlechtes. Na gut, die Bassdrum, die kam recht gut rüber, muss ich sagen. Also das hat nicht ganz nach C64 geklungen. Stimmt, irgendwas war da, ja. Aber ich glaube, da kommen wir so nicht weiter. Ich mach noch mal ein bisschen Play und ich spring noch mal ein bisschen nach vorne. Also genauso wie 64er sein. Ja, es klingt, wahrscheinlich die Qualität ist generell einfach zu gut. Okay. Nee. Ich glaube, das ist tatsächlich sehr schwer. Also es klingt meiner Meinung nach, es klingt meiner Meinung nach sehr, könnte auch sehr deutsch sein. Das könnte auch ein deutsches Actionspiel sein. Nicht ganz. Das waren Franzosen, die es für Ocean programmiert haben. Und es ist die Automatenumsetzung Toki. Der spuckende Affe. Immerhin mal kein typisches Amiga-Musikstück. Wobei, das stimmt, schön. Das ist sehr, sehr wenig Sample-basiert, ne? Das ist schon irgendwie Musik. Ich finde es eigentlich sehr gut, aber mir zu erzählen könnte, das ist ein moderner Silvestri-Song, wo einer sich richtig schönes Letzte rausgeholt hat, hätte ich geglaubt. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt doch lieber die einfachen. Nummer 1. Okay.
Stopp, meine Ohren tun weh. Weißt du denn was? Nein, ich habe nur Schmerzen für die Ohren. Ich kann es auch ein bisschen leiser abspielen. Also es ist auf jeden Fall C64. Ja. Und es klingt nicht so hübsch wie ich. Nee, das ist 86 oder sowas. 85, sehr früh. Nee, es ist, glaube ich, nur schlecht. Aber nicht viel. Da kannst du vielleicht auch recht haben, ja. Gib uns mal die Jahreszahl, Wolfgang. Ja, ist schon sehr spät. 91. Boah. Dann ist es auch ein Ocean-Spiel. Nein. Wir haben ja noch uns diverse Experten hier, Philipp. Ja, das Schlimme daran ist, dass ich bei Musikraten immer richtig, richtig schlecht bin. Und ich finde es immer erstaunlich, wie gut ihr das immer hinkriegt. Also bei Musiktiteln komme ich immer gar nicht drauf klar. Ja, aber den Titel hier kenne ich jetzt auch später. Also ich kenne auf jeden Fall. Ich habe es auch gespielt, das ist noch gar nicht so lange her, aber ich kann nicht sagen, was es ist. Ich spuck noch mal ein bisschen was rein, ich habe ein bisschen vorgespult. Nicht besser, Robin. Ich habe auch eine Stelle genommen, die ist sehr monoton. Es wird nicht besser. Nee, ich kann nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Okay. Du erwischt uns mit runtergelassenen Hosen. Erzähl. Der Amiga eigentlich sehr kultig. Auf C64 kommt es wohl nicht ganz so gut an. Speedball 2. Echt? Ja. Ja. Heißt das noch Speedball 2? Mhm. Auf dem 64er. Hm. Ice Cream. Bad Umsetzung. Nice. Dann Nummer 2. Okay, ich fange an. Stopp. Rein. Ja, okay. Rotland. Super. Wunderbar. 3 Sekunden, wow. Patrick, ist alles. Alter Schwede. Und jetzt genau hinhören bei der Nummer 3. Those Bastards. Ja, ja. Oh, stopp mal. Das ist, klar, es ist Ghost Bastards, die Musik, aber ich weiß nicht, von welchem Titel oder welches System. Es ist nicht der C64. Nein. Hatte Jerome Tell nicht mal irgendwas erzählt, dass er irgendwas mit Ghost... Nee, wer hatte denn das Problem, dass irgendwas wie Ghostbusters klang, aber... Das war aber schon Ghostbusters eben. Das ist, klang nicht nur so, oder? Ghostbusters ist schon richtig, aber nicht das Ghostbusters, was wir alle kennen. Nee, das hätte ja auch ein Sprachsample gehabt. Genau. Gab's ein Jump'n'Run oder sowas von denen? Ich beneide euch, dass ihr das nicht kennt, weil es ist so schlecht. Dann erlöse uns. Nein, ich will es nicht wissen. Das sind die Real Ghostbusters. Ah. Ach, scheiße, da gab es ja dieses wirklich, scheiße Comic und danach. Ja, das war echt. Oh, und ich wusste nicht, dass es davon auch. welches System war das? Amiga. Okay. Nein! Doch, das natürlich. Das habe ich vermutet, aber. Diese Samples sind Mülleimer-Samples. Ja, aber das kann ja nicht C-Wertig sein. Das ist ja klar. Ja, es sind die Stimmen und das klang schon. Ja, okay. Ja. Und der Sound ist noch das Beste im Spiel. Also jetzt bitte die Nummer 4. Das kann ich aber auch eigentlich. So T-Rock-mäßig irgendwas. Turo ist viel zu spät gekommen, 96 oder sowas. Ach so. Also es klingt wie. Aber super, super Musikstück eigentlich. Das klingt aber auch schon wieder C40-mäßig. Nicht wie R-Type. Wie heißt denn das mit deinem mit dem Pinguin, dieses Ballerspiel? Patrick. Du meinst James Pond oder was? Nein, Ballerspiel links, rechts, Sidescroller. Mit dem Pinguin? Mit dem Katzenpiratenschiff. Hä? Nee, das ist nicht, es was ist hast nicht du Parodius, definitiv. Aber es klingt wie, das ist japanisch und Ballerspiel. Es gab es nicht auf dem C64, wenn es C64 sein soll. So weit sind wir ja noch nicht. Ja. Also C64 ist richtig.
Okay, dann ist es nicht Parodius, definitiv. Das ist ja auch krank, um Gottes Willen. Machen wir doch mal an, das klang nämlich super, das Stück. Das war 4, ne? Mhm. Ich stimme mal vor. Scheiße. Und selbst die Geräusche klingen, selbst die Synthesizer-Geräusche klingen gut. Und eine komplexe Melodie auch, ganz toll. Das könnte auch schon, ich weiß nicht, kennen wir die Musik? Kennen wir die Musiker? Den ursprünglichen, ja. Oh, was heißt das jetzt schon wieder? Den ursprünglichen, ja. Manchmal redet unser Quizmaster in Rätseln. Mhm. Das ist halt schon eine Conversion. Also es basiert auf einem älteren Titel, ist aber für den C64 erst 2004 erschienen. Aha. Oh, die neuen C64-Spiele. Das kann ich nicht wissen, dann, weil die neuen Sachen, die meisten zumindest nicht. Nee. Deswegen klingt das auch moderner, so ein bisschen. So. Dann auch dort leider müssen wir uns helfen lassen. Ich löse, ja. Das ist das erste Turrican auf dem C64 mit Level-Sound. Turrican. Ich habe doch Turrican gesagt. Hast du oben gesagt? Ja, ich habe vorhin gesagt, das ist einer von den Turrican, oder? Ja, habe ich doch gesagt. Hat oder war Robin das? Da nicht gesagt? Wahrscheinlich während der Musik. Genau. Dann hat der Robin doch gesagt, das ist irgendwie 96 erschienen. Mhm. Weil Turok verstanden. Nee, Turok, ich habe Turok verstanden. Genau, und ich habe auch Turok verstanden. Ja, ich habe Turrican verstanden, tatsächlich. Okay, super. Das war ziemlich am Anfang. Bei mir aber, auch na gut, ich habe nicht Teil 3 gesagt, aber ich habe gesagt, einer von den Turricans, genau, weil dieses typische Treibende, ja. Das kam mir doch bekannt vor. Das freut mich, dass der Fab das erkannt hat. Yes! Doppelpunkt mit Sahne. Dann bitte Nummer 5 abspielen. Ja. Klingt nach Terminator. Stopp? Ja. Ich würde sagen, Terminator 2, C64. Ja, perfekt. Ja, genau, das war dieser Rhythmus. Das war Terminator auf jeden Fall. Die, ich auch erkannt. Das habe ich gar nicht gehört. Gut gemacht eigentlich, ja. Gute Umsetzung. Terminator 2, the Arcade Game? Nein, das ist von Ocean. Okay. Du bist heute Ocean-lastig. Nummer 6. Patrick? Stopp, krieg aus. Ja. Okay. Das hat mir der Musiker vorgesungen, das muss man wissen. Das war im Interview mit Ben Backlash hat er das vorgesungen. Und das war genau diese Stelle. Epic. Nummer 7. Okay. Wie so ein Intro von so ein Track-Tro von dem Spiel. Das klingt auch schon wieder moderner. So ein Mod wahrscheinlich eher, ein Amiga-Mod. Entweder ein sehr, sehr gutes C64-Stück oder ein Amiga-Mod, ja. Das ist ein C64-Spiel. Dann ist es aber ein spätes, diesmal. Na, was ist es? C64, 1991. Ja, spätes C64, okay. Echt gut gemacht, alle Achtung. Ist das James Pond? Nein, aber ja, man denkt, es ist James. Wir sind bei den schweren Titeln. Ich kenne davon nicht so viele Namen wirklich, auch eigentlich. Das ist wirklich sehr schwer. Mal gespannt, ob ihr es überhaupt kennt. Haben wir Joker oder so? Es geht ja eh weiter, aber trotzdem. Sound tauschen, genau. Ich will eben Sound tauschen. Ich will weiterkommen. 50-50, ich kann die Hälfte vom Titel sagen. Oh ja, du sagst, das ist ein guter Deal. Da bin ich hinter der Hälfte von dem Sound. Ist das von Flimmusquist? Nein, das wäre ja Tell. Okay, wollt ihr die vordere oder die hintere Hälfte haben vom Titel? Hinten ist dann 2 oder was? Beim Experten-Joker muss man dann Jérôme Tell anrufen. Oh. Um Gottes Willen. Ich würde hinten machen. Hinten. Okay, das. Ich mach's hinten. Hinten. Kommt von hinten. Okay, also hinten steht More Diamonds. Diamonds. Wir sammelten 1991 noch Diamanten. Ja,
Rick Dangerous, nee, das klingt anders. Das ist zu episch eigentlich. More Diamonds. Boulder Dash kann es ja nicht sein. So Indiana Jones oder sowas. Ah, wer sammelt denn wer sammelt denn Diamanten? Lara Croft? Mag die sammelt die Diamanten? Vor allem auf dem C64, ganz viel, ja. Das ist wirklich nicht einfach. Nee, das ist sehr schwer. Ihr kennt das auch nicht, scheinbar. Mhm. Das Spiel heißt I Want More Diamonds. Das ist das Klon. Hervorragend gemacht. Ich habe noch nie was von gehört. Und gut, das sehe ich auch nicht. Okay. Kann ich sagen, wir sind erbärmlich. Nein. Muss man. Heute ist schlechter, ne? Heute waren dafür die Fragen einfacher für die Zankstelle. Was? Was? Genau, jetzt machen wir noch die 9. Auch sau schwer. Musikerrichtung Tim Follin vielleicht, aber auch nur ein Schuss ins Blaue. Ist ein Deutscher. Dann nicht Tim Follin, gut. Also wenn ich tippen dürfte, also ich weiß es immer. Nicht, aber es hört sich an wie nach einem Hülsbeck. Dann ist es Detard. Wenn es nach Hülsbeck klingt, wäre Detard oder Hülsbeck? Ja, der Satz, den muss man sich merken. Wenn es nach Hülsbeck klingt, dann ist es Detard. Weil ich gefühlt, das sage ich deswegen, weil ich immer denke, ich kenne die Hülsbeck-Stücke, aber ich kenne natürlich nicht alle. Deswegen kam ich drauf. Ich denke nämlich, also ich habe teilweise das Gefühl, dass das vierstimmig ist. Es ist ja eigentlich nur drei, aber er holt teilweise noch eine vierte raus. Von daher kann es nur einer von den beiden sein, weil die beherrschen es wie aus dem FF, die beiden. Naja, Galway hat es auch gemacht zwischendurch. Und ja, ja, ja. Manics of Noise am Ende auch. Also so klar ist es dann auch nicht. Also, ich weiß es nicht. Sag uns mal den Musiker vielleicht, Wolfgang. Stefan Hartwig. Ach ja, hier mir. Da wäre ich nie drauf gekommen. Ich auch nicht. Tja. Dann ist das irgendein Rollenspiel? Ein Denk- und Tüftelspiel. Ich löse mal Sarakon. Oh Gott. Kenn ich Arbeit. Das ist eine gute Musik. Also, fand ich. Hätte man auch für Unendliche Geschichte 4 nehmen können oder so. Das nee, nicht schlecht. Also, gut, dass wir so daneben liegen, hat er uns wieder aufs Glatteis geführt. Mhm. Böser Wolfgang. Der Herr Stefan Hartwig schreibt inzwischen mittelalterliche Musik. Okay, es geht ja da schon so ein bisschen in die Richtung. Und heißt Hartwig Media, macht GEMA-freie Musik. Ist jetzt aber nicht so überraschend bei dem Stil eben. Ja, passt schon. Durchaus. Hatten wir noch einen oder bist du durchgegangen? Ja, 10 habe ich noch. Wir noch machen. Mhm. Der ist wirklich der einfachste von allen. Nein. Schade. Das ist der schwerste von allen. Ah. Das ist auch deutsch. Ich habe das 1000-mal gespielt. Das ist eine erste echte Stimme. Ja? Ich habe es definitiv gespielt, aber ich komme natürlich nicht drauf, was es ist. Und zwar mehrfach, oft gespielt. Mist. Amiga, oder? Nein, C64. Wow. Ich habe es trotzdem oft gespielt. Ich kenne den Anfang definitiv. Also können wir schon mal Sachen ausschließen. Es kann kein Rollenspiel, keine Strategie sein.
Auf dem C64 mit Strategie ist auch ein bisschen schwierig. Ein paar Sachen gibt es ja. Also ich vom Klang ist das so freundlich deutsch, das muss definitiv deutsch sein, aber wie gesagt, das ist so eine klare erste Stimme und so lieb positiv. Irgendwas nie. Deutsch stimmt. Das muss was Bekanntes sein. Das ist. Steht und was Nettes, lieb, was Liebes, was Patrick, das muss was ganz Liebes sein. Ja, ich überlege ja gerade, aber nur die ersten 5 Sekunden bitte nochmal. Ja, warte. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Den hätte man wissen müssen. Vielleicht nehmen wir uns der Sache mal wieder an. Was Deutsches, ja. Hast du noch irgendeinen Tipp, Wolfgang? Welche Firma könnte es sein? Aus Deutschland. Das könnte im schlimmsten Fall sogar Rainbow Arts sein, aber ich will mich das nicht. Das ist achten. Richtig. Ja, sonst hätte ich es auch nicht so oft gespielt, weil das sind die einzigen Sachen, die ich ständig wieder raushole. 1989, sage ich. Mal. Das ist wahrscheinlich auch Hülsbeck dann, aber das ist. Warte mal. Letztes Mal hast du uns mit diesem Star Trash geärgert, das ist diesmal nicht. Oder Star Boy geärgert. Nee, Jinx kann es auch nicht sein, zumindest nicht die Titelmusik. Es kann höchstens die Ingame-Musik von Jinx sein, was glaube ich nicht. Nee, Jinx ist nicht. Nee, hat doch einen anderen Stil, aber. Irgendwas Liebes. In 80 Tagen um die Erde, irgend sowas. Nee, die haben wir gerade jetzt gespielt. Circus Attractions, kann das sein? Irgendwas muss doch was ganz Liebes sein. Ich bin so gespannt, was jetzt bei rauskommt, wenn Robert immer was Liebes. Ja, das ist irgendein brutales Abschlagspiel. Nee, ärgert mich, aber immerhin die Firma. Nee, ich weiß es nicht. Philipp, hast du noch eine Idee von Rainbow Arts? Nicht ansatzweise. Wie gesagt, ich ziehe da meinen Hut, wie ihr das immer macht. Wie klang denn Danger? Wie klang Danger Freak aber auch anders, ne? Der Freak war dann klassischer Hülsbeck. Ja. Nee, dann schlecht, schade. Ich hab's zu Hause stehen, hundertprozentig. Baby of Kangaroo, ja, ich will es eine Raderei, wir können es alle Rainbow Arts Spiele neben der Reihe nach, aber 80. Ein Spiel ähnlich wie Solomon's Key. Garrison. Nein. Solomon's Key, was gibt's noch? Ach, das haben wir in unserem Rainbow Arts Thema gehabt, oder? Echt? Spherical? Mhm. Genau, das war aber auch ziemlich beschissen von euch bewertet. Weiß ich gar nicht mehr. Wo war's? Das war gut bewertet. Spherical hat er gut bewertet? Ich kann mich nicht mehr erinnern, was. Ja, aber ist halt so ein Titel, das verbindet man nicht, diese Musik damit. Komisch. Ja, ich glaube, es war auch mehr Ramiro Wacker als Chris Hülsbeck. Ja, okay. Aber es ist auf jeden Fall die Phase gewesen. Ja, gut. Hast du uns wieder wirklich diverse Mal auf Stadt-S geführt? Und zwar mit Sachen, die man eigentlich hätte kennen müssen. Aber das ist immer das Lustigste. Das ist ja auch wie Philipp eben sagte, man kennt Sachen, aber das Zuordnen ist manchmal nicht einfach. Das ist schwer. Wobei ich auch dazu sagen muss, also viele, die spielen das Spiel wegen der Musik. Ich bin einer, der macht meistens die Musik dabei aus, weil es mich einfach zu dolle, wenn es sich deaktivieren lässt, weil es mich dann zu dolle ablenkt. Das heißt nicht, dass ich die Musik nicht mag, sondern einfach, ich habe hin und wieder einfach nur die Geräusche ganz gerne. Und von daher prägt sich das dann auch natürlich auch nicht so dolle ein. Logisch. Aber manchmal ist es auch so, dass man einfach das nicht den passenden Spielern zuordnen kann. Witzig. Ja, das auf jeden Fall. Das kommt noch dazu. Richtig, richtig. Ja, aber wie gesagt, so schwer war es eigentlich nicht und dann kommt man nicht drauf. Egal, aber dafür haben wir unseren Wolfgang, dass er uns immer wieder vor solche fast unlösbaren Aufgaben stellt, die eigentlich lösbar sind. Ja, vielen Dank, Wolfgang, für diese schöne Auswahl wieder einmal und mal gerne, was du dir diesmal ausdenkst. Retro Today. Retro Gegenwart. Kommen wir mal wieder zur Gegenwart und bleiben trotzdem in der Vergangenheit. Nein, wir kommen zur Retro Gegenwart und Robin hat sich ein bisschen informiert über ehemalige, langhaarige, bekannte Kamelprogrammierer. Nee, wie kommen wir da jetzt hin? Ja, ich weiß nicht, warum Herr Minter noch lebt. Also, ganz ehrlich, wer die Kamelspiele gespielt hat und sich vorstellt, was da passiert ist mit dem Herrn. Wir haben 2017 und Herr Minter meint noch, in Kooperation mit Atari ein neues Spiel wieder rausbringen zu können. Der muss doch auch schon jenseits der 50 sein. Man kann auch jenseits der 50 noch leben. Ja, aber wer Kamele angreift, der hat irgendwie, ich weiß nicht, sein. Farbig rosa flackernde Kamele. Ja, aber genau. Aber jetzt sind er Drogen mehr. Nein, jetzt sind er nur noch seine eigenen Pflanzen. Ich weiß nicht. Nein, also es gibt ein Reboot der Serie von Tempest. Ich habe auch überlegt, Tempest ist, glaube ich, auch bei jedem Atari immer der Starttitel gewesen, ne?
auf den 2600, auf den 7800er, Tempest 3000 auf dem Atari Jaguar und dann jetzt kommt Tempest 4000 mit der Unterstützung als Game Designer von Jeff Minter. Und das Spiel soll rauskommen für Konsole und PC und soll ein Arcade- oder Arcade-Style-Shooter werden. Man soll Mengen von Gegnern aus dem im Arcade-Style runterballern können und halt im Stil von dem Tempest halt mit einer super tollen Grafik im 4K und unterschiedliche Spielmodi, Level-Ups gibt's halt ganz regulär und ein Retro-Techno-Soundtrack. Das interessiert mich, glaube ich, am meisten, was da ein Retro-Techno-Soundtrack ist. Das mir schwan Böses, ehrlich gesagt. Aber dennoch ein Oldschool-Gameplay. Also das Spiel Atari will dieses halt ein Reboot dieses dieser Serie und ich glaube, das passt eigentlich auch ganz gut zu dieser Meldung mit der neuen Atari-Konsole, ne? Irgendwas wird da wahrscheinlich. Ich bin ein bisschen skeptisch, was das wird. Gebe ich dir erstmal grundsätzlich. Ja, genau, die Atari-Box. Soll für PC und Konsole rauskommen, erstmal. Das ist schon mal interessant, wahrscheinlich dann wieder über Steam oder so. Aber hat der Jeff Minter bei den anderen Tempest auch etwas mit zu tun gehabt? Oder bin ich da jetzt irgendwie, weiß das jemand zufällig? Da bin ich überfragt. Nein, ich würde sagen nicht. Aber erzählt, in diesem Bericht steht drin, LamaSoft ist halt 82 gegründet worden. Also da muss ja 82 schon 18 gewesen sein. Der Herr dürfte jetzt schon an die 60 gehen. Ja, auf jeden Fall mindestens. Bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Also kann ich mir auch jetzt noch nicht so richtig was runter vorstellen, aber 55, ich nehme es zurück. Ach nee, aber er hat für den Atari Jaguar entwickelt. Also der wird wahrscheinlich am Tempest 3000 schon mitgemacht haben. Lassen wir uns überraschen. Wann sollte das kommen? Was sagst du eben? Gab es da ein Datum? Ich habe nichts gesehen, also, dass es kommen soll. Das ist immer schlecht, wenn es kein Datum gibt bei Spielen, dann kann das ja noch. Und ich zieh's nochmal zurück. Jeff Minter hat tatsächlich Tempest 2000 und 3000 mitgemacht. Okay, dann haben sie ja zumindest einen passenden sich rangeholt. Aber das allererste Tempest ist der Spielhalle, da ist er nicht verantwortlich demnach, oder? Nee, richtig, genau. Richtig, aber oder warte mal. Jetzt mal nach, nicht, dass wir wieder da uns komplett ähnlich. Wollen, Schritt für Schritt wird die Wahrheit enthüllt, wie bei Geheimdiensten. Wir wollen ja hier nicht, und Wolfgang rotiert im Kreis und ruft dreimal an. Ja. Im Hintergrund. Er dreht sich im Bett um, ja, vor lauter Kram. Wahrscheinlich, ja. Ja, also ich kann ad hoc jetzt keine finden. Also nicht zum ursprünglichen Tempest. Ich kann aber beim 2000 von 94 auf dem Jaguar mal gucken, weil da könnte ich mir das sehr gut vorstellen. So, was haben wir denn hier? Ja, die Jaguar-Version ist von Jeff Minter. Also ist die Verbindung 94 auf jeden Fall gegeben. Dann wird das 3000 auch auf jeden Fall irgendeine Verbindung haben. Warte mal, Nuon Labs. Ja, das 3000 hat auch Programmierer und Designer Jeff Minter. Also deswegen haben sie natürlich die Verbindung da. Ja, klar. Das kommt auch mal wieder ins Gespräch, weil so lange habe ich jetzt auch von dem Herrn schon nichts mehr gehört. Mal gucken. Hat mir ja leider auch auf meine Interviewanfragen bisher noch nicht geantwortet. Aber mal gucken, vielleicht schaffen wir auch das jetzt. Vielleicht musst du eine Tüte schicken, Patrick. Vielleicht muss ich einfach nur sagen, ich möchte auch gerne über Tempest 4000 sprechen. Vielleicht hilft das ja. Gucken wir mal. Ja, dann kam jetzt noch eine Mail von Christian Schmidt, der schreibt, dass wir uns mal einen Videostream von CT Uplink vom 18. März anschauen sollen, ein Videopodcast. Da gibt's einen Beitrag von Keno Janssen, wie man Retro-Spiele mit der Raspberry Pi spielen kann, ja, und wie man das bauen kann. Und ich habe das gehört. Also das gibt's ja auch als Audio-Podcast, ne? Und das habe ich mir, das ist bei mir immer jede Woche gerne dabei. Das ist ganz cool. Also ich weiß nicht, wie gut die Anleitung ist, die in dem Heft dann ist oder so, aber da kann man sich eine ganz coole kleine Konsole für wenig Geld zusammenbauen. Also ich kann das bestätigen. Ein Kumpel von mir, der macht das hobbymäßig, der baut hier mit Raspberry Pi die unglaublichen Sachen zusammen hier gerade, was Emulatoren betrifft, Super Nintendo und noch früher. Also das funktioniert auch wunderbar und das ist echt eine feine Sache. Ist zumindest eine einfache und günstige Möglichkeit, die Sachen wieder zu aktivieren. Ja, vielen Dank, Christian, für die Mail und ja, er spricht uns an mit Hallo Retro Komportierer. Es wird ja immer schlimmer. Aber egal, das ist. Ich glaube, wir müssen nochmal an unserer Außenwirkung arbeiten. Einen habe ich noch hier und zwar einfach nur mal so zur Erinnerung, das wissen ja die meisten wahrscheinlich noch oder zumindest einige, ziemlich genau vor 20 Jahren hat Microsoft Apple gerettet. War eine witzige Geschichte damals, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Apple stand damals ja kurz vor der Pleite und Microsoft hat dann
150 Millionen Aktien gekauft. Das fanden dann die Apple-Jünger nicht ganz so witzig, aber haben es dann auch hingenommen. Und ohne Bill Gates wäre Apple damals kaputt gegangen, im Endeffekt. Das ist die wertvollste Marke überhaupt. Nee. Ich glaube, Google ist wertvoller, glaube ich. Ja, stimmt. Kann gut sein. Sicher bin ich nicht, aber ich gehe da eigentlich davon aus. Ich bin der Meinung, dass Apple vorne liegt. Auch ich glaube, es hat sich gerade wieder geändert, dass Apple jetzt wieder vorne war, zwischenzeitlich, ja. Aber die Handys hängen im Moment hinterher, die sind... aber deswegen verkaufen die sich ja trotzdem noch wie geschnitten Brot. Also ja, stimmt, auch wieder. Wie gesagt, da gibt es nochmal schon einen Videolink, wie auch damals angekündigt wurde, dass es ein paar Jahre lang dann auch die Office-Pakete für den Mac gibt und war auch damals wirklich für die Mac-User eines der erfolgreichsten Softwareprodukte für den Mac, die nicht von Apple stammten. Also hat Microsoft wirklich einiges auch dann für den Apple gemacht. Und witzigerweise hat auch damals Apple den Internet Explorer als Standardbrowser zugelassen. Und Steve Jobs sagte damals, wir glauben, der Internet Explorer ist ein wirklich guter Browser. Und 6 Jahre später hat Microsoft wieder eingestellt. Auf dem Mac zumindest. Ja, genau. Also das ist sehr interessant. Und was auch schön ist, dass natürlich Microsoft schon lange die damals gekauften Aktien mit großem Aufschlag wieder verkauft hat. Also auch so eine schöne Anekdote der Spiele- oder Softwaregeschichte. Also finde ich sehr witzig. Kann man sich heute kaum mehr vorstellen, aus welchen Beweggründen damals Microsoft Apple geholfen hat. Habt ihr mal eventuell bei der Pressekonferenz damals, als Bill Gates eingeblendet worden ist, auf einer großen Leinwand und Steve Jobs auf der Bühne stand und das verkündet hatte, dass Microsoft damit einstand. Habt ihr das mal gesehen? Das Raunen in der Es sieht aus, als wenn der Teufel spricht zu der Masse. Das wurde auch in dem einen Film über Steve Jobs wunderbar nachgestellt. Silicon Valley Story, ja. Genau. Ja, Robin, wir hatten letztes Mal, glaube ich, den Bericht über einen Computerladen, der verkauft werden sollte. Jetzt gibt's eine Geschichte. Amerika, ne? Genau, jetzt gibt's eine Geschichte mit einem Laden aus Fürth und der war, glaube ich, realistischer. Hast du da mal reingeschaut? Also ich habe mir die Auktion auch angeguckt. Wir haben hier eine Verlinkung zu einem Blog, einen Nordbayern-Kurier oder irgend sowas, der das reingebracht hat. Und der beschreibt halt, die haben den halt besucht und haben gefragt, warum er aufhört. Und der Mitarbeiter, der Inhaber hat gesagt, dass er das irgendwie nicht mehr zeitlich schafft und er möchte jetzt aufhören. Und die haben halt, das ist ein komplettes Geschäft mit aktuell, alt, neu, Gimmicks, irgendwelche Figuren. Und der möchte das komplett verkaufen. Und in Relation zu diesem komischen amerikanischen Shop ist der wirklich preislich in Ordnung, weil er will 65.000 Euro haben, um für die Übernahme, inklusive der kompletten Software, inklusive der Verbindung zu den Händlern. Und ich sag mal, für jemand, das der... Das ist ein Angebot. Genau, das ist für jemand, ich sag jetzt mal, der Rentner ist und seine Lebensversicherung ausbezahlt bekommt und der Bock hat, nebenbei sowas zu machen, ist das natürlich eine Geschichte, die möglich ist. Aber das Angebot wurde beendet. Ich habe es eben gerade geguckt. Das Angebot wurde beendet am 16. August. Und es ist anscheinend nicht verkauft. Trotzdem wollten wir mal damit so ein bisschen zeigen, es gibt auch etwas realistischere Einschätzungen als diese Geschichte vom letzten Mal. Weil so aus der Luft gegriffen fand ich die Summe jetzt auch nicht. Also ich kann man nicht genau analysieren, aber das passte schon eher. Er schreibt, der Warenbestand ist nach einem Einkaufspreis ca. 35.000 bis 40.000 Euro und Warenbestand sei 135.000 bis 160.000. Also wird wahrscheinlich der realistische Verkaufspreis irgendwas um 100.000 Euro sein und das ist doch schon mal eine Basis, da kannst du ja schon mal mit beginnen. Und er hat halt ca. 5.000 Kunden, schreibt er. Das ist schon mal absolut in Ordnung. Richtig. Naja, ob das alles so stimmt oder ob vielleicht die Leute dann trotzdem wahrscheinlich nicht bereit ist, dafür zu zahlen. Aber ich kann ja jeden sagen, und Patrick wird das ja auch gleich anfangen, die Problematik, die du hast, ist ja nicht, dass du da einmal Geld für bezahlst, sondern Preisverfall, ne? Oder? Ja, das ist sowieso das Allerschlimmste, aber dann die schlimmen Punkte sind, du musst ja Zeit investieren und musst für dich psychologisch nachher abwägen, ob das den Aufwand, den du damit betreibst, ob das für dich in Ordnung ist, das, was nachher bei rauskommt. Und man hat ja auch laufende Kosten, ne? Vor allem nicht zu knapp. Ja, also dieser Laden hat, der kostet bestimmt 1.500 Euro oder sowas in Miete. Ich weiß gar nicht, das schreibt er auch gar nicht, ne? Nee. Aber selbst wenn das weniger ist, du musst ja auch überlegen, du kriegst diese 65.000 Euro nicht mal eben kurz wieder raus. Also auch ganz klar, da musst du wirklich auf Jahre planen und auch überlegen natürlich, wie kommst du wieder an Nachschub von Ware und wie kriegst du das erstmal refinanziert. Das ist jetzt keine gute Geldanlage in dem Sinne. Aber wie du schon sagtest, wenn da jemand Bock drauf hat, wäre das zumindest eine Chance, ohne viel Stress in dieses Segment einzusteigen. Er hat auch eine Homepage, ich habe leider nicht jetzt geguckt, games-lounge.net.
Ich kann das ja mal gucken, was das, ob es das noch gibt. Also das ist die Firmenphilosophie ist noch da. Also es ist definitiv, es ist noch nicht übergegangen in irgendjemanden. Ja, können wir ja mal weiter beobachten. War jetzt nur als Gegenpol mal gedacht zum letzten Mal. Das ist wirklich. Es gibt ja viele, die merkwürdige Dinge bei eBay aufrufen, aber das fand ich jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, kaum geht's um den CPC, hat der Fab was gefunden. Yeah. Ja, Leute, es gibt tatsächlich im Jahr 2017 eine neue Grafikkarte für die Amstrad CPC-Reihe. Und da fragt man sich natürlich erstmal, was soll der Quatsch? Wozu? Okay, das wäre meine Frage gewesen, ja. Genau, habe ich mir gedacht. Also die heißt V9990 CPC Power Graph und ist ein ist nicht näher beschrieben, eine Video-Cartridge, also wahrscheinlich hinten an diesen, da ist ja so ein komischer Platinenstecker auf der Rückseite, so ein großer, und da kann man das wahrscheinlich ranstopfen. Der Hintergrund ist der, dass es gibt so eine grafische Benutzeroberfläche für Z80-Prozessoren und die läuft halt auf MSX-Rechnern und auf dem Amstrad, der ja auch einen Z80-Prozessor hat. Und die bessere Version für MSX, die haben halt da diesen Grafikchip, der auf dieser neuen Grafikkarte drauf ist. Der ist im Vergleich zum normalen Amstrad, ist es natürlich um Welten besser. Das ist richtig cooles Ding. Also hat 512 KB RAM, kann 32.768 Farben darstellen gleichzeitig oder sowas in der Art. Also wenn ich das jetzt hier richtig lese, ich hoffe, ich erzähle nicht zu viel Quatsch, hat auch Overscan, also ohne den Rahmen, kann den Bildschirm komplett füllen und kann wohl auch toll scrollen, hat jede Menge Sprites und auch größere Sprites und das ist also, naja, ist trotz allem Quatsch, aber diese grafische Benutzeroberfläche, die wird dann auch ganz gut. Also das ist ja tatsächlich sowas wie Windows für 8-Bit-Rechner. Sollte es gleich im Hintergrund kreischen oder die Verbindung abbrechen. Hier läuft gerade eine handtellergroße Kakerlake durch den Raum und knabbert an den Kabel. Oh Mann, hilf mir. Die ist gerade ungefähr 20 Sekunden neben mir und starrt mich an. Also das ist echt, das ist sehr strange gerade. Entschuldigung, ich wollte nicht abbrechen. Ich spiel mir das Lied vom Tod. Die können nicht starren, Patrick. Die Augen sind nicht beweglich. Ich bin nicht so ein Experte darin, Entschuldigung. Ich war eben nur etwas irritiert, was da an meinem Kabel rumknabbert. Also ich komme nochmal zu der Grafikkarte. Ein Preis wird hier nicht genannt auf der Webseite, die ich da zur Verfügung habe. Aber wird wahrscheinlich jetzt nicht die Welt kosten, denke ich mal. Ist ja auch aus heutiger Sicht nichts Besonderes. Grundsätzlich ist sowas interessant, aber ich habe immer noch ein Problem mit Hardware für alte Computer, die irgendwas verändern an dem Originalsystem. Das ist wie jetzt beim C64 die REU-Karte oder wie die heißt oder spezielle Turbo-Karten für den Amiga oder was auch immer. Na, man öffnet sich, glaube ich, mit dem Amstrad dann so ein bisschen die MSX-Welt. Dann macht es Sinn, ja. Man könnte MSX-Spiele einfach für einen CPC sozusagen ohne Aufwand irgendwie anpassen. Das dürfte also alles ja hauptsächlich, der Grafikchip wird ja da hauptsächlich programmiert. Und den Z80-Prozessor haben auch beide mal Sachen, also auch der CPC und der Rest ist wahrscheinlich Kinkerlitzchen. Also vielleicht für Entwickler, die für MSX-System und für Amstrad entwickeln, wenn es solche Leute gibt, die drei auf der Welt, die sich da angesprochen fühlen, die kaufen dann die Grafikkarte. Das ist die Frage, wie viele Leute überhaupt noch einen Amstrad-CPC haben und sowas brauchen. Also finde ich mutig, wird das dann als Einzelstück wieder produziert oder keine Ahnung. Weil im Endeffekt die haben gesagt, sie müssen 30 Stück verkaufen, damit das sich für sie rechnet. Na gut, das ist jetzt eine Zahl, die kann man erreichen. Ja. Kommt auf den Preis an, wenn die 3.000 Euro kostet, dann wird die auch keiner nehmen. Aber nimmst du schon mal 5 Stück und dann ist doch alles gut. Ja, für meine 5 Amstrad-CPCs, die ich nicht habe. Genau. Gerne. Aber schön, es sollte immer noch auf solche Ideen kommen. Aber, ja. Ein bisschen seltsam, ne? Ja, ja, aber warum nicht? Wenn es Kunden dafür gibt, 30 ist ja auch wirklich realistisch. Das ist ja, ich hatte jetzt gedacht, dass die bei solchen Dingen da wirklich mit größeren Mengen rechnen müssen. Scheinbar ist es relativ kostengünstig herzustellen, sowas, glaube ich. Hoffentlich. Ja, dann haben wir noch ein Spiel, was demnächst neu rauskommen soll. Jonas, kannst du was dazu sagen? Ja, das ist über Steam Greenlight, hat das grünes Licht bekommen. Steam Greenlight ist eingestellt worden, aber es gibt immer noch Nachzügler und das ist Die Sword, nennt sich das Spiel. Das ist so ein Arcade-Plattformer und das soll dann ja demnächst auf Steam erscheinen. Ja, und das hat auch einen schönen Retro-Charme, zumindest optisch. Ja, finde ich. Schön blutig auch, wie es aussieht. Das ist natürlich das Wichtigste für Retro. Ne? Ja, erinnert mich so ein bisschen an dieses Broforce. Kennt ihr das Spiel Broforce? Gibt's auch bei Steam. Das ist auch kann man auch mit bis zu 4 Leuten spielen oder so. Und da geht auch alles kaputt. Ja, wenn es um alte, merkwürdige Computer geht, schon wieder Farb dran. was will denn
der ZX Spectrum da neu ist. Keine Ahnung, es gibt dann ein Recreated Sinclair ZX Spectrum scheinbar irgendwie neu hergestellt, aber naja, also es ist wohl wireless und na portable ja eh, aber der Vorteil ist, man kann das wohl, das arbeitet wohl mit ganz viel modernen Zeugs zusammen. Also man kann Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV und so eine Geschichten, darüber kann man das mit dem Fernseher verbinden, um dann darauf Sinclair Spectrum Spiele zu spielen. Okay, wie sinnvoll das ist, ist eine andere Frage. Und ja, keine Ahnung, also es ist halt kosten 50er, 50 englische Pfund, wie es hier aussieht. Das ist ja dann, keine Ahnung, wie viel das in Euro genau ist, aber halt nicht so dramatisch viel. Das sieht doch schon wieder aus wie ein im Prinzip Raspberry mit einem Spectrum-Emulator, oder liege ich da jetzt falsch? Was ist das? Gute Frage, ich weiß das auch nicht genau. Was soll das? Na, ist für die Fans, für den Spectrum ist doch in Ordnung, wenn die das an moderne Fernseher anschließen können ohne Probleme. Das dürfte mit dem Originalspektrum eher ein Problem sein. Ja, und vor allem, dass ich dann Apple TV und Amazon Fire darauf gucken kann. Kabellos. Ja, genau. Dafür braucht man ein Spectrum, klar. Nee, nicht umgekehrt. Man braucht natürlich den Apple TV, um Sinclair Spectrum-Spiele auf dem Fernseher zu spielen. So ja. Schuhe gestrickt. Wir bewerben das mit das einzige Sinclair-Device für Telefone, Tablets, Macs, PCs und TV und Fernsehgeräte. Na gut. Ja, genau, weil er halt die Konnektivität nach außen hat. Ist gar nicht mal so sinnlos, finde ich, das Ding. Wobei Robin schon mal irgendwann in der letzten Podcast sagte, dass ihm das langsam auch zu viel wird mit diesen ständigen Retro-Neuerscheinungen im Hardware-Bereich, die irgendwas emulieren und irgendwas Tolles können, oder? Ich ertrag das wirklich nicht mehr. Also was ich immer noch verstehe, ist, wenn ein Gerät die Möglichkeit hat, alte Module abzuspielen. Aber warum soll ich denn das 25.000er auf RetroPie-basierende oder RetroPie-basierende Gerät kaufen, was eigentlich immer gleich ist? Das hat immer Anschlüsse für USB-Geräte, dann oder sie bauen irgendwelche Joysticks nach, die aussehen wie ein Super Nintendo oder wie irgendwas anderes. Und davon gibt's dann 30 Stück. Also keine Ahnung, also bei der Retron, da sehe ich das noch ein bisschen anders, weil die Retron halt den Anschluss hat, dass du auch die Spiele oben reintun kannst. Da sehe ich wieder nur gut, das ist ein Ersatz für eine alte Konsole und es ist hardwarebasiert, das finde ich gut, aber naja, Patrick, du weißt ja selbst, wie viel Schrott du auch schon gekauft hast und hast es nachher wieder verkauft, weil es dann doch nicht so das ist, was du dachtest. Weil es eigentlich sinnlos ist, richtig. Ich bin jetzt das Einzige, wo ich noch gespannt drauf bin, ist dieser eine ZX-Emulator, der jetzt ja finanziert wurde vor einem Jahr und der irgendwann mal rauskommen soll, hoffentlich. Der auch dieses Gehäuse natürlich dann hat, aber im Endeffekt ist das viel zu viel und vieles davon ist wirklich unnötig, gebe ich dir leider recht. Da kann man auch gleich eine normale Emulation nehmen und ich lande ja am Ende sowieso immer wieder bei meiner Pandora-Konsole oder ähnlichen Dingen, wo auch fast alles drauf läuft und wirklich viel Spaß macht. Wozu brauche ich dann auch den anderen Quatsch? Also ist mir auch zu viel inzwischen. Aber Spectrum zum Beispiel habe ich ja bis heute noch nichts mehr in der Form besorgt, weil mit dem Spectrum bin ich ja auch bis heute noch nicht warm geworden, genau wie mit dem CPC. Ja. Ist auch schwer. Ja, kommt vielleicht irgendwann nochmal, keine Ahnung. Ist schon sehr britisch. Richtig. Ja, gibt was Neues von Chris Hülsberg. Jonas, hast du die News gesehen? Die habe ich gesehen, ja, und die C64-Legende Chris Hülsberg wird den Soundtrack komponieren von Tiny Tor, was im vierten Quartal 2017 erscheinen soll. Das ist ein Plattformer, der erscheint auf Steam, ja, das bin ich gespannt. Absolut, weil solche Musik kann natürlich auch ein Spiel nochmal ein bisschen pushen und wir haben ja immer das Problem, dass bei Steam die ganzen Spiele, was wir letztes Mal sagten, auch in der Nachlese ständig untergehen und man gar nicht viel mitbekommt eigentlich von den ganzen Neuerscheinungen, vor allem bei solchen Indie-Geschichten oder Retro-Geschichten. Aber wenn die natürlich damit werben können, Chris Hülsberg hat die Musik gemacht, es gibt garantiert Leute, und da will ich mich nicht ausschließen, die bei Steam nach Chris Hülsberg suchen und dann plötzlich ein Spiel kaufen, was sie sonst gar nicht gefunden hätten. Also ist wohl ein guter Schachzug, würde ich schon sagen. Es wird definitiv ein Boost-Game, ja. Robin, wir feiern Geburtstag. Ja, herzlichen Glückwunsch, lieber C64. Du wirst 35. Denn im Januar 1982 wurde auf der CES der C64 vorgestellt. Damals für $600. Ich habe dann kurz gezuckt, weil er in Deutschland 1500 Mark gekostet hat. Aber ich bin ja nicht blöd, habe dann mal geguckt, wie der Dollar stand in Relation zu der D-Mark. Und wir dürfen es ja nicht vergessen, der Euro ist ja Faktor 2. Also ist tatsächlich so, dass es plus Steuern ungefähr dasselbe war, $600 gegen 1500 Mark. Und
83 ist der C64 dann wirklich in Deutschland rausgekommen. Und die Stadt Bremerhaven hat auf einem Blog, ich habe noch nicht ganz verstanden, warum die Stadt Bremerhaven einen Blogger hat, der da schreibt, der Cashies Blog, lustigerweise, der beschreibt halt nochmal so das kurze Leben und sagt, Load Happy Birthday, 8,1. Das war so ein, halt ein klassischer kleiner Blog-Eintrag, der in 10 Minuten zusammengeschrieben ist. Ich weiß nicht, warum ihr das eingetragen hattet. Also vielleicht einfach wegen des Datums, ja. Genau, aber einfach nur mal daran erinnern, wie lange das wirklich wieder her ist. Ja, du meinst, wie alt wir wirklich sind, Patrick? Okay, nächstes Thema. Das Gerät ist älter als ich. Mann. Alles klar. Das nächste Thema ist, geht's los? Gehört das in diesem Podcast? Da steht was mit Film. Ja, das stimmt, das ist eine kleine Überleitung, aber das muss ich einfach erwähnen. Also, wenn jemand einen Film rausbringt, der Ready Player One heißt, nächstes Jahr, der neue Steven Spielberg-Film, dann muss ich das einfach erwähnen. Ich meine, Steven Spielberg, ihr wisst, was das bedeutet? Duell, sein erster Film, Der weiße Hai, Unheimliche Begegnungen der dritten Art, E.T., Indiana Jones, Die Farbe Lila, was nicht noch alles, Jurassic Park, Schindlers Liste. Der Soldat James Ryan, man kann ewig so weitermachen. Catch Me If You Can, Minority Report. Der Typ ist der Knaller. Also gibt es überhaupt einen besseren Regisseur insgesamt? Also insgesamt gesehen? Ja. Trotzdem musst du jetzt nochmal die Verbindung sagen zum. Na, das ist halt ein Film über Spielen, ne? Über Leute in der Zukunft, so, wo sozusagen das Online-Spielen noch viel weiter geht. Die Welt ist noch viel trostloser. Man lebt in so übereinander gestapelten, komischen kleinen Kisten. Und die einzige Abwechslung, die Leute haben, ist halt so eine komische, riesige Online-Spielewelt, in der alle drin sind irgendwie. Und der Erfinder von diesem weltweiten Netzwerk, der ist halt gestorben und hat irgendwie hinterlassen, dass ein besonderes Easter Egg in dem Spiel irgendwo ist. Und wer das findet, erbt die ganze Firma und die ganze Knete und alles. Und deswegen suchen alle dann. Und das ist optisch sehr aufwendig umgesetzt. Und also wenn man sich den Trailer da mal anguckt, dann wisst ihr, was ich meine. Ich finde das total cool. Ich habe den Trailer gesehen, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir ein. In so einer sehr, sehr üblen Welt, wo das sieht aus wirklich wie Schuhkarton über Schuhkarton, da wohnen die drin, ne? Ja, genau. Und oben sind fette Antennen, also es zählt nur noch die Internetanbindung, genau, die man hat. Und das ist das Wichtigste, ne? Der Hauptdarsteller ist so ein 80er-Jahre-Retro-Freak halt, und das ist halt dann auch wieder da schließt sich der Kreis wieder hier zum Podcast, ne? Und die Internetverbindung muss immer wichtig sein. Wir hatten ja heute auch sowohl bei der Live-Sendung als auch hier bei der Aufzeichnung diverse kleine Störungen. Also Internet ist immer ein Problem und wichtig. Ja. Also egal wo, egal wann, egal wie. Es gibt nie genug Internet, oder? Nee, das ist wohl wahr. Ja, eine Sache haben wir noch, da können wir so ein bisschen mal offen drüber diskutieren, die fand ich ganz spannend. In der CT gab es zumindest online in den letzten Tagen und Wochen Best-of-Listen für Amiga, N64, PlayStation, C64 und Co. Und ja. Solche Listen gibt es ja zu Tausenden. Und was mich da sehr überrascht hat, ich fand die mal richtig gut. Klar kann man jetzt sagen, der Titel gehört nicht rein, der ist zu viel, der ist zu wenig. Ich habe noch nie so gut recherchierte Listen gesehen wie von denen. Stimmt. Vor allem die Amiga-Liste, die hat mir richtig gut gefallen, ja. Wir gehen mal in die 40-Liste rein zum Beispiel und gucken da mal aus Spaß rein. Für mich ist immer so das Erste, was gucke ich zuerst, ob es drin ist? Ich gucke immer zuerst drin, natürlich Genesis, ob es drin ist, es ist meistens drin, okay. Dann gucke ich immer nach, ob Little Computer People aufgetaucht ist, es ist mit drin. Und der härteste Test ist immer, ob Paranoid drin ist. Und, ist es drin? Paranoid ist drin. Das heißt, wunderbar. Und es ist weiterhin Whisper zum Beispiel mit drin. Ich gucke auch gerade The Bard's Tale. Katakis. Katakis ist mit drin. Space Taxi ist mit drin. Finde ich brillant, die Auswahl. Bei Lode Runner kann man sich nur drüber streiten, meiner Meinung nach. Ja, ist aber als Klassiker natürlich toll. Das ist eine Liste, die ist wirklich super. Also kann ich nicht anders sagen. Und gut, Skate or Die hätte ich nicht reingenommen, persönlich, als Beispiel jetzt mal. Aber betont die Stärken des Systems. Finde ich auch klasse, ja. Ja, also eine ganz, ganz tolle Liste von der CT. Ich gehe mal in die Amiga-Liste rein. Das interessiert mich jetzt auch mal, was da... Ob da ja, ach so, das ist toll. Die ist ganz klasse. Schauen Alien Breed, Lemmings, Lotus 3, Pinball Dreams, Populous. Patrick, wir müssen mal wieder Fire and Ice müssen wir mal wieder spielen. Ja, genau. IK Plus ist mit drin. Tarkan 2, Wings of Fury. Starglider 2. Okay, Shadow of the Beast ist kein Spiel, aber es muss, glaube ich, in so einen Listen auch mal drin sein. Lemmings, Ports of Call, also wie gesagt. Wenn da haben sie nichts falsch gemacht, ja. Ich bin jetzt ein Neueinsteiger, möchte mich für Retro-Sachen
informieren. Und wer jetzt in diese Listen reingeht und für jedes System diese 30 Spiele spielt, der kann nicht viel falsch machen. Jetzt machen wir es mal ganz spannend, bevor wir uns gleich mit Robin wieder auseinandersetzen. Erstmal gehen wir zur PlayStation. Da bin ich ja sehr gespannt, weil da ist zumindest ja bei mir der Geschmack sehr strange. Habe ich noch nicht reingeguckt. Ich bin begeistert, Robin. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich gucke jetzt erst einmal rein. Nein, es ist drin. Achtung, einmal ist drin Parappa. Parappa the Rapper und es ist Vip Rippen drin. Und wenn jemand Vip Rippen in eine Best-of-Liste packt, hat er viele Spiele gespielt. Und für mich Wipeout und Wipeout XL, die ich auch selber gespielt habe. Aber die sind ja oft drin, die Listen. Die gehören da rein, aber die sind ja auch Tomb Raider. Tony Hawk. Wunderbar. Für mich ganz klar Metal Gear Solid. Ja, nee, auch eine super Liste. Ich hatte ja, wie gesagt, letztens den Podcast von unseren Mitbewerbern von Radio Dugular gehört über die PlayStation 6 Stunden und wir haben ja unser spezielles PlayStation-Thema schon aufgezeichnet und fast keins der Spiele, über die wir gesprochen haben, wurde dort länger besprochen. Also wir haben es richtig gemacht. Das war witzig. So, wollen wir mal zu meiner Lieblingskonsole, dem N64. Ja, und wenn da Diddy Kong und Donkey Kong und Co. drin sind, würde ich gerade sagen, dann ist sie doch richtig, oder? Wolltest du uns das sagen? Ja, ist natürlich drin. Ich guck mal rein, da darf auf jeden Fall nicht dieses Wasserskispiel fehlen. Wie heißt denn das? Wave Race, genau, Wave Race 64. Bestes Spiel aller Zeiten fürs Nintendo. Ist drin. Da habe ich so viele Stunden mit meinem Kumpel, haben wir gezockt und uns da bekriegt. Da ist aber Pokémon Snap drin. Und Turok natürlich, Turok habe ich und auch ganz drin. NBA Showtime. Und Mario Tennis ist da drin. Wie gesagt, Robin, man kann sich über viele Sachen natürlich... Sehr Nintendo-lastig, die Serie, aber... Ja, das N64 ist bei mir sowieso ab heute durch. Weil? Wegen dem Quiz. Oh Gott, aber, bin ich so versaut, das tut mir leid. Eins der besten Spiele ist halt auch Mario Party, muss man auch mal sagen. Ja. Das Original Mario Party ist ein Knaller. Ich habe die Links ja auch nur deswegen reingenommen, um mal zu zeigen, dass es auch wirklich eigentlich sehr, sehr gut recherchierte Listen gibt. Ob da jetzt Spiele fehlen oder nicht, ist ja auch völlig egal. Aber die sie da ausgewählt haben. Na, die CT ist eh die beste Zeitung, die es am Markt gibt, was Computer betrifft, oder? Seht ihr das anders? Also für mich jedenfalls. Viele Artikel gehören zu sehr guten Artikeln und auch früher war das schon so. Aber auch da kann natürlich, wenn die jetzt über Retro-Sachen berichten, ich weiß nicht, wer da heute noch arbeitet, ob das wirklich Leute sind, die Sachen damals gespielt haben. Ja, ich glaube, die haben auch ein paar ältere Leute dabei, oder? Denke ich mal schon. Das kann sehr gut sein. Also es sind tolle Listen. Also wer sich neu informieren will oder zurückerinnern möchte, geht mal. Super Smash Bros. Ah, toll. Steht da dran, wer das geschrieben hat? Jan Keno Jansen. Also hier zumindest. Jan Keno Jansen, ja, den hört man auch immer im Podcast. Der ist meistens da der Moderator von dem Podcast, den ich auch sehr empfehlen kann. Ne? CT Uplink. Einfach reinhören. Super. Braucht man fast die Zeitung nicht mehr kaufen. Das ist schön immer dabei. Hast einen Überblick über die Themen, die in der Zeitung kommen. Die bemühen sich immer so, nicht so sehr ins Detail zu gehen und sagen immer so, ja, und dann kauft aber auch die Zeitung. Aber im Endeffekt, mir reicht das immer schon. Ich brauche die Zeitung nicht mehr. Ich habe den Podcast. Ja. Auch wenn ich hier auf Gran Canaria eine Stunde früher bin als ihr, denke ich mal, wir können mal zur letzten Rubrik kommen. Ich spare zwar eine Stunde, aber die wird mir auch irgendwann wieder geklaut. Und so lange wollten wir, glaube ich, nicht sein. Gehen wir mal zu den Retro-Credits. Ich bin schon wieder ganz woanders. Was? Retro-Credits. Kurz vor Schluss. Ja, unsere Schlussworte, unsere Endmonologe, was auch immer jetzt kommt. Eine Sache wollte ich nochmal einbringen. Ich habe in der PM, auch eine ganz, ganz tolle Zeitschrift hier seit Jahrzehnten. Peter Musleitners interessantes Magazin. Da sind, wie gesagt, die Bild-Zeitung für Wissenschaftler. Nein, keine Ahnung. Da wird erklärt, was der Unterschied zwischen Vintage und Retro ist. Und das fand ich spannend. Laut PM ist Vintage... sind Sachen, die in Wirklichkeit aus der alten Zeit sind. Retro ist immer neu hergestellt in vergangenem Stil. Oh, oh. Ja, da könnte man jetzt länger drüber diskutieren. Das habe ich so noch nicht definiert. Gut, schlimmstenfalls sind wir ab heute der Vintage-Kompott. Ja. Oh Vintage Gott. Hat immer auch so ein bisschen, genau, aber stimmt schon. Vintage ist wirklich alte Sachen. Also ich ist doch nicht alles, was Retro heißt. Retro ist eigentlich schon sozusagen wie extra auf alt gemacht, heißt das Wort schon so im Wortsinne. Aber es hat sich auch so halt eingebürgert für alles, was wirklich von früher ist. Also insofern kann man es nicht genau trennen. Ich finde, das durchmischt sich ein bisschen. Auf jeden Fall. Ich will nicht, dass es jetzt Vintage-Kompott heißt, ja, dann bin ich weg. Robin, das wäre jetzt die Chance. Wir nennen uns Retro-Vintage.
Du hast gerade den Fingerzeichen nicht gemerkt. Jetzt hätten sie. Nee, hat er nicht. Denn Fab ist endlich weg, Kompott. Auf einfachen Wege loswerden können. Und du hast Zeit. Du meinst, dass Fab es geschafft hat, in diesem Podcast drei oder viermal mehr dich zu unterbrechen, als du das letzte Mal Fab unterbrochen hast? Ich habe die Vertrauensfrage gestellt, sozusagen. Ja. Und ich Fab, bin als. Fab hat beim Quiz. Falls es dir aufgefallen ist, hat er eine, ich nenne es mal, eine Serie hingelegt. Nee, da hast du eine Grundarroganz an den Tag gelegt. Du hast ja fast den Arm danke, Wolfgang, ich nehme mich mal als Kompliment. Du hast ja fast den armen Wolfgang überflüssig gemacht. Er wollte sagen, du hast Sabbelwasser getrunken heute, mein Junge. Ich hab hier wirklich gesessen und dachte so, hatte ich nicht irgendwie gesagt, dass Wolfgang jetzt mal die Frage hat, was macht er da? Wolfgangs Problem ist einfach nur, er hat zu viel Pausen gemacht. Er ist ja, aber die schneide ich ja hinterher raus. Den musst du ja nicht mit immer füllen. Dann wird der Podcast ja noch länger. Du hast ihn frisch mit Peter gefüllt. Die Pausen. Ja, machst du immer die Pausen, in die er macht, da schneidest du meine Sätze rein halt so. Wir schneiden dich komplett raus. Also zumindest die Sätze, die man hören kann, ja. Apropos hören, Robin, erzähl doch nochmal wieder, bitte in der Kurzfassung, was du vorhin schon mal erzählt hast, nämlich wo man uns hören kann, wie und was wir so alles von den Hörern möchten. Oder er sagt es nicht und du nimmst einfach die Stelle von vorhin und kopierst die hier ans Ende von dem Podcast nochmal rein. Meinst du, das würde jemand merken? Nein, jetzt hört schon keiner mehr richtig zu. Das glaube ich schon. Also, ihr hört uns jeden zweiten Freitag um 22 Uhr. Ankündigung findet ihr bei Facebook oder auf unserer Homepage. Die Homepage ist retrokompott.de und wir freuen uns sehr über Mails oder intime persönliche Informationen aus eurer Jugend an mail@retrokompott.de. Auch die Geschichten mit Frau Dr. Sommerteam aus der Bravo könnt ihr uns schicken, aber eigentlich interessieren uns nur die digitalen Informationen. Ah, Entschuldigung, analog damals auch. Facebook sind wir stark vertreten. Ich schreibe da immer irgendwas rein, mach Fotos oder mach kleine Videos. Ich freue mich, wenn ihr uns da auch anschreibt. Auch kleine so Anstupsereien, nee, das mag ich nicht, das finde ich scheiße, da kann man überhaupt nichts mit anfangen. Also schreibt uns was sehr gerne als Mail. Ihr könnt auch versuchen, uns anzutwittern beziehungsweise zu retweeten. Wir würden nur nie antworten. Nein. Ich weiß, keiner Account mehr hat. Ist egal. Sehr freuen tun wir uns, wenn ihr bei iTunes einmal wieder eine Bewertung reinsetzt. Auch wenn immer Bewertung schreiben und immer 5 Sterne anklicken, sonst komme ich persönlich vorbei und breche euch das Genick. Tralala. Wir haben doch heute gelernt. Brutales Retro. Robin ist heute Retro. Ich bin Vintage Retro heute. Eine App haben wir auch, die kriegt ihr über alle Basen, die noch übrig sind, nämlich Amazon, iOS und Android. Für Microsoft haben wir es nicht mehr geschafft, ist schon vorbei die Zeit. Microsoft sieht so aus, war aus dem Spiel. Herr Sabbelwasser. Bei YouTube. Selbst Robin wird heute platt geredet hier. Unglaublich. Hat da jemand was gesagt? Ich wollte dazu noch was anderes sagen, aber bla bla bla. Vorlaute Berliner Schnauze. Bla 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 bla. Bla. Bei YouTube. Das ist die Berliner Luft. Kanal, genau. Die heiße Luft. Worüber freuen wir uns E-Mails noch? Wir freuen uns, wenn ihr auf die Seite Patreon geht und euch überlegt, ob unser Gelaber und ob die heiße Luft, die aus dem Berliner Mund kommt, auch. Ob ihr uns trotz unterstützen wollt. kostet nicht mehr als 11 Euro im Jahr. Es gibt keine extra Gebühren. Wir freuen uns, wissen, dass es Leute gibt, die unser genau, wenn ihr bei Patreon unterstützt, dann kriegt ihr extra Fassung von dem Podcast, wo Fab rausgeschnitten wurde. Und die große Gefahr ist, wenn ihr uns zu viel unterstützt, dann gibt es demnächst eine Nullnummer von Fab. Aber das ist genau. Alle 3 Tage neuen Podcast. Eine richtige Nullnummer, auch im wörtlichen Sinne. Ja. Ach, nein, wie gesagt, wir freuen uns wirklich riesig, wenn ihr uns da unterstützt. Denn wie gesagt, viele unserer Ideen können wir nur dann machen, wenn da auch ein bisschen was passiert. Und das wenigstens gibt manche, die Ideen haben. Entschuldigung, ich habe wieder drüber gequatscht. Ja, aber Ich hab einfach kein Timing heute irgendwie. Peter, irgendwas stimmt hier heute nicht. Wir müssen uns nochmal unterhalten, Robin, ob das so weitergeht. Ich finde, Peter macht das Nachgespräch mit sich alleine. Was hast du gesagt? Das wird er dann noch. Ich höre eh nicht zu, wenn ihr redet. Das hatten wir in der Anfangszeit des Podcasts auch schon mal. Das hat nicht gut geklappt. Ich finde, wir jetzt mal machen, was zu essen. Kurz. Wir machen einfach eine 3-Spur-Aufnahme, dann können wir Peter immer leiser stellen, wenn wir mit mir reden. Oh, herrlich. Liebe Zuhörer, das freut mich auch, dass ihr es bis jetzt noch geschafft habt. Und diese Uhrzeit ist echt nicht heilig. Nein, wie gesagt, wir freuen uns über jede Hilfe, auch über E-Mails und natürlich erst recht über Audiodateien, wenn ihr da mal wieder über eure Zeiten berichten möchtet. Und Wolfgang freut sich immer über neue Teilnehmer am Quiz. Und habt ihr auch heute wieder gesehen, manchmal geht es gut, manchmal geht es nicht gut.
Und ich bitte um Entschuldigung dafür, dass mir immer wieder jemand in meine Monologe reinquatscht. Du weißt, das verspreche Mono, mich zu bessern. Mono heißt, dass alleine einer redet. Genau, also jetzt werde ich schon wieder unterbrochen. Wobei ich gerade dabei war, auszuführen, wie die speziellen philosophischen Grundlagen für das Retro-Spielen im Besonderen sind bei Säugetieren. Säugetieren? Genau, wenn die Retro spielen. Ja, das kannst du ja dann als Retro-Talk gerne nochmal machen. ja, ich denke mal, wir sollten das Ganze hier demnächst beenden, weil ich weiß nicht, was da gerade in Berlin los ist. So ganz verstanden habe ich das nicht. Das sind die Camps, das kommt jetzt nach Leipzig. Wahrscheinlich, ja. Nee, weil ich vielleicht auch auf Arbeit heute mal rumhänge und nicht zu Hause bin und da bin ich irgendwie nicht abgelenkt, sondern konzentrierter als sonst. Wenn das die Form der Konzentration ist, dann mache ich mir da so ein bisschen. Mache ich mir Sorgen, ob ihr versteht das nicht. Ihr versteht das nicht. Deswegen seid ihr auch keine Hauptstädter, sondern wohnt halt in der kleinen, fetten Schwester von Berlin. Die lebenswerte, schlanke Schwester von Berlin, meinst du? Ja. Die so nah am Wasser gebaut ist. Genau. Naja. Ihr seid auch angespräht. Gut, jetzt Schluss. Patrick, work up, komm. Mach aus. Ende Banane. Sag doch nochmal, wann es dann weitergeht. Unsere nächste Sendung findet statt am 1.9.2017 mit dem unglaublichen Moment, wo sowohl Patrick als auch Robin nicht im Heimatdorf sind, hätte ich beinahe gesagt, nicht in Hamburg sind. Wir werden einen Podcast verstreut über Deutschland machen. Ist das nicht toll? Patrick sitzt im alten Nazi-Bunker und ich sitze in Frankfurt in der alten Hauptstadt, hätte ich beinahe gesagt. Ja, herrlich. Zumindest hoffen wir, dass dann die Leitung steht und dass wir da irgendwas internettechnisch zusammenbekommen. Sind wir sehr gespannt. Das kann schon wieder bedenklich werden. Genau. Ja, 1.9. wie gesagt, live um 22 Uhr. Konserve wie immer ein paar Tage später und wir hoffen, dann seid ihr wieder so zahlreich vertreten wie heute. Denn ich muss sagen, trotz des Sommers finde ich es toll, dass wir wieder sehr, sehr viele Live-Hörer hatten. Und es kommen auch schon wieder einige Ideen. Zum Beispiel schreibt der Fanny Liro, ob wir nicht ein paar Musikstücke von dem Philipp in der Pause spielen können, wenn wir spielen. Ich denke mal, der Philipp hört ja diesen Podcast. Vielleicht kannst du uns da irgendwas zusammenstellen, was so eine halbe Stunde läuft. Dann packe ich das gerne rein. Das ist ja dann auch nicht im Podcast drin, sondern nur für die Live-Hörer. Also wenn du da Lust hast, uns was zusammenzustellen, die Idee finde ich gut. Also damit kann man genau, die Pause über. Gute Ideen, aber selber machen. Und wir würden auch dann den Podcast dann nicht unterbrechen müssen. Das heißt, vielleicht bleiben dann ja auch ein paar mehr Leute in der Leitung. Das ist so eine gute Variante. Genau, wir sind und bleiben der Podcast ohne Räuspertaste. Das stimmt. Und immer wieder ein bisschen zu lang. Vor allem, wenn man dann auch noch Retro-Talks bekommt, die auch länger sind. Aber darüber freuen wir uns ja. Ja, und da müssen wir mal schauen, wie wir jetzt, nachdem wir abschalten, mit dem Fab umgehen. Da müssen wir noch mal ein paar Takte reden. Vielleicht auch schon im Nachgespräch. In der Nachlese vielleicht. Da gebe ich euch noch mal so richtig Zunder. Ja, das ist auch eine gute Idee, weil das gibt's dann für alle Patreonen exklusiv. Und für die Live-Hörer, die jetzt noch dranbleiben oder uns trotz der leichten Technikprobleme heute noch hören können. Da müssen wir gleich nochmal ein ernstes Wort reden. Ja, bis zum 1.9. würde ich mal sagen. Und ja, hoffentlich hattet ihr ein bisschen Spaß, trotz des leichten Chaoses heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Bis bald. Tschüss. Ihr wollt beim Retro-Kompott mitmachen? Ihr habt Fragen, Anregungen, Themenvorschläge? Möchtet einen Audiokommentar abgeben, als Gast in der Sendung mitmachen oder aus irgendeinem anderen Grund mit uns in Kontakt treten? Schreibt einfach eine Mail an mail@retrokompott.de. Ihr findet uns auch bei Twitter, bei Facebook, bei Amazon und in den jeweiligen Handystores als App oder auf der Homepage www.retrokompott.de. Robin und Patrick könnt ihr natürlich auch manchmal in ihrem kleinen Retro-Shop Comillusion in der Wandsbecker Chaussee 155 in Hamburg antreffen. Vielleicht sehen wir uns dort ja mal alle bei einer gemeinsamen Reise in die Vergangenheit. Wer unser Podcast-Projekt unterstützen möchte, findet auf patreon.com alle notwendigen Informationen. Unterstützer bekommen kleine Überraschungen oder auch mal exklusive Videos
und erhalten zum Beispiel auch unsere aktuellen Interviews direkt nach der Aufnahme weit vor der Ausstrahlung im regulären Podcast. Unterstützen kann man uns natürlich auch gerne im Backoffice. Wir suchen immer fleißige Hände, die uns bei den Shownotes, bei der Recherche oder zum Beispiel auch bei Übersetzungen der Legendeninterviews helfen können. Die Jingles sind übrigens tatsächlich retro, die hat Patrick vor über 25 Jahren auf einem C64 programmiert. Natürlich sind sie deswegen auch GEMA-frei. Wir senden jeden zweiten Freitag auch live auf mixlr.com. Die Aufzeichnung wird zeitnah, meist schon am Wochenende, online gestellt. Hoffentlich besucht ihr uns auch wieder auf unserer nächsten Reise in die Vergangenheit. Ach ja, nach meinen Kontaktdaten braucht ihr gar nicht erst zu fragen. Ich bin nur die Stimme. Code 53280,0. Code 53281,0. Code 646,0.